Eins, zwei, Kathi kommt vorbei. Drei, vier, steht vor der Kellertür. Fünf, sechs, den Archi holt die Hex. Sieben, acht, zum Scream die ganze Nacht. Neun, zehn, sie lässt ihn nicht mehr gehen. Und damit herzlich willkommen und hallo zum Friday. Was habe ich wieder nicht gemacht? Musik. Ich hoffe, ich kann die Musik noch irgendwie schnell machen, ohne dass keiner merkt. Ah. Hallo Akemi, hallo Kettenhund, hallo Asuna Sweetheart, hallo Creepy König, hallo Katzenöhrchen, hallo Scary Buddha, Ariane, Radio Yoshiwara, Chris, alle sind heute da. Wir sind heute also zu fünf, wie es aussieht, und das ist doch auch mal schön. Heute habe ich was ganz Tolles vorbereitet, aber bevor wir jetzt anfangen, hört ihr mich? Ich mache Musik an. Schnell Musik, bevor irgendjemand merkt, dass ich es mal wieder verplant habe, Musik zu machen. Ich werde natürlich nicht singen für euch. Achtung, es könnte laut werden. Es lädt. Okay. Jetzt müsste gleich Musik kommen. So. Jetzt haben wir es geschafft. Der Stream beginnt und ich hoffe, er ist nicht zu. Die Musik ist nicht zu laut. Gib mir Feedback. Die Musik ist zu laut. Nein! Ist sie wirklich zu laut? Muss ja einfach leiser. Ich habe so viele Playlists vorbereitet, aber ich habe immer Angst, dass ich sie nicht sofort finde. Also mache ich dann im Endeffekt wieder nur Streaming in dem Sinne. I have a stream. Okay, es passt. Gut, ich bin begeistert. Wir haben heute was ganz Tolles vor. Und zwar haben wir heute eines der allerbesten Bücher, die ich in meinem ganzen Leben und in diesem Jahr gelesen habe. Das Heim von Mats Strandberg. Und wir haben auch ein Interview mit ihm, exklusiv für euch. Und ich hoffe, wir können es noch einblenden. Wir haben leider eine Videodatei bekommen, die wir nicht unbedingt so einfach abspielen können. Und deswegen versucht Achi es gerade noch zu retten und Untertitel einzubauen. Und wenn wir also ganz langsam reden und die Zeit bis dahin rumkriegen, können wir uns das Interview noch angucken. Ansonsten kommt es am Sonntag. Dieses Buch stelle ich euch vor und ich muss am Anfang sagen, es ist eine bezahlte Promotion, was aber nichts an meiner Meinung ändert. Selbst wenn das Buch nicht so gut wäre, würde ich euch das sagen. Aber es ist wahnsinnig gut. Oh mein Gott, ihr werdet es lieben. Okay. Und wenn Kathi das sagt. Hallo Archie, was machst Hallo du hier? Hallo Kathi! Geh bitte weg! Ach, das Licht ging aus und dann dachte ich, du merkst nicht, wenn ich mich reinschleiche. Okay.
Bitte sing noch mal. Nein, wenn ich singe, sterben Menschen. Das ist leider so. Martin? Wer ist Martin? Ich weiß nicht. Hast du nicht Archibald? Ich weiß nicht, Archibald. Okay. Ja, gut. Also, wie gesagt, bevor ich aber heute mit diesem wunderbaren Buch beginne, und ihr seht, es ist sehr dick, ich werde heute natürlich nicht alles lesen. Es wird am Sonntag nochmal auf meinem YouTube-Kanal eine Hörprobe deswegen kommen. Da werdet ihr nochmal schön mit Musik aufgearbeitet ein paar Kapitel hören. Heute lesen wir zwei Auszüge vor, die, ich sage mal, die Stimmung unfassbar gut aufgreifen, aber noch nicht zu viel verraten, worum es in diesem Buch geht. Ich werde euch natürlich ein bisschen was erzählen, aber wenig genug, damit ihr sagt, oh mein Gott, denn glaubt mir, dieses Buch ist, das ist eine Klasse für sich. Und ich werde heute drei Bücher davon verschenken und am Sonntag werde ich auch nochmal drei Bücher im Video verschenken. Und wir lassen uns natürlich mit unserer glücklichen Bartfee was einfallen, wie wir das machen. Und ja, aber bis dahin, bevor wir damit anfangen, habe ich noch ein paar Sachen für euch zum Erfahren, wodurch ihr Panik schiebt oder euch freut. Ich habe heute nämlich eine sehr, sehr, sehr gute, aber auch eine sehr schlechte Nachricht für euch. Und ihr könnt euch jetzt überlegen, welche Nachricht ihr zuerst hören wollt. Wollt ihr die schöne, gute Nachricht zuerst hören oder wollt ihr die traurige Nachricht zuerst hören? Ich warte jetzt einfach ab, was ihr sagt, denn das ist ganz wichtig. Beides ist lebensverändernd für euch, für mich, für alle. Und da gucken wir jetzt erstmal. Und danach fangen wir mit dieser tollen Buchvorstellung an. Ich kann es kaum erwarten. Ich habe dieses Buch übrigens seit Wochen hier. Ich hatte es, da war es, glaube ich, war es da schon im Handel? Da war es noch nicht mal released. Da war es noch nicht mal released. Da hatte ich das schon. Da hätte ich die schon verschenken können. Aber sagen wir es mal so, ich war krank oder ich musste zu einer Hochzeit oder wir hatten noch andere Streams vor uns und deswegen kommt es erst jetzt, voll verspätet, sorry nochmal. Aber es kommt und heute, ja, habt ihr auch die Möglichkeit, eines von drei Büchern dann nächste Woche in den Händen zu halten. Okay, die schlechte, die traurige zuerst, schlechte zuerst. Ihr seid alle so, ja, richtige Optimisten, das finde ich gut. Ich glaube, ich hätte die schlechte auch zuerst gemacht. Sie ist ein bisschen schlecht. Okay, sie ist schlecht. Ab nächstes Jahr, dieses Jahr, bleibt auf meinem YouTube-Kanal noch alles gleich. Da braucht ihr keine Angst haben. Ab nächstes Jahr wird ein Format auf meinem YouTube-Kanal im Bereich des Horrors wegfallen. Stellvertretend für alle, die zuhören. Okay, ein Format wird wegfallen. Ich habe lange überlegt. Ich habe ja mittlerweile nicht mehr so viele Formate auf YouTube, also doch schon, aber was den Horror angeht, habe ich montags eine SCP, mittwochs eine kurze Creepypasta, samstags eine lange Creepypasta und Sonntag den Insane Sunday. Das kann man wegnehmen, ohne dass es weh tut. Es tut natürlich alles weh. Ja, und jetzt ist die Überlegung, worauf können wir am ehesten verzichten? Ich gucke gerade, sind noch Menschen da, die mit mir reden? Die ersten gehen schon auf die Straße. Aber die gute Nachricht, die wird euch alle freuen. Ja, das, die wiegt das wieder auf, glaubt mir. Okay, SCP kann weg, sagt R.B. Rules. Widerspreche. Ja, SCP ist, das ist halt... Mit SCPs bin ich groß geworden auch und... Ich würde sagen SCPs. Bitte nicht die Horrormärchen, sagt Chris. Scary Buddha sagt, SCP bleibt. Und wenn er das sagt? Sophia sagt, nein, nicht die SCPs weg. Nein, die SCPs bleiben. Und der Insane Sunday bleibt auch, weil ich mir selbst wünsche, dass auf dem Horrorkanal immer noch ein bisschen alte Literatur kommt, dass Lovecraft kommt, dass Poe kommt. Wobei wir da bald auch alles haben. Ich habe noch ganz viele andere Werke, die ich da in die Richtung vertonen möchte, deswegen der Insane Sunday bleibt. Aber dazu kommen, ihr müsst das jetzt mal so sehen, ihr dürft nicht den Horrorkanal alleine sehen. Ich habe ja noch zwei Streams und ich habe noch drei Videos pro Woche auf dem Märchenkanal. Und ich habe letztes Jahr im Dezember schon gesagt, ich kann nicht mehr. Ich bin kurz vorm Burnout und ich hatte tatsächlich nicht so gute Zeit.
Und dann haben wir gesagt, etwas ändert sich, aber es hat sich nichts geändert ein Jahr lang. Stattdessen kamen ganz viele Projekte außerhalb von YouTube dazu, zum Beispiel Audible. Und deswegen habe ich gesagt, ich gucke mir das jetzt noch ein Jahr an, gucke, wie viel Kraft ich habe. Und ich habe nicht mehr so viel Kraft. Und ihr wisst ja, jeder hat nur eine bestimmte Wortanzahl, die er im Leben sprechen kann. Und dann stirbt er einfach. Ja, ja. Und deswegen dachte ich mir, ich muss auf YouTube eins kürzen, damit ich noch ein bisschen länger leben kann. Und das werden in aller Voraussicht die Mittwochsvideos sein. Das heißt, die kurze Creepypasta fällt weg. Vielleicht kommt am Samstag mal eine kurze Creepypasta. Also wenn Horrormärchen kommt, dann kommt das Samstag dann. Dieses Jahr bleibt noch alles gleich. Der November bleibt gleich. Der Dezember wird jeden Tag ein Video bis Weihnachten. Da werdet ihr nochmal richtig verwöhnt. Theoretisch sogar jeden Tag zwei, oder? Ja, jeden Tag zwei. Denn ein Märchenkanal hat auch noch einen Adventskalender. Auf jeden Fall wird ab nächstes Jahr das so aussehen, dass am Montag ein SCP kommt, dann lade ich innerhalb der Woche die zwei Streams hoch, Freitag kommt der neue Stream und Samstag, Sonntag kommt ein Video. Okay, ich hoffe, akzeptabel. Okay, danke schön. Ayo, Virulis, danke. Wie verständnisvoll. Mina mir sagt, du musst wirklich kürzer treten, liebste Kati. Ja, ich weiß. Denn, jetzt kommt die gute Nachricht. Im nächsten Jahr erwarten euch extrem viele tolle Sachen. Ich muss auch ein bisschen daran denken, wo möchte ich im Leben hin? Und das ist natürlich nicht nur YouTube, das ist auch das Sprechen für Menschen, die mit dem Wort Creepypastas nichts anfangen können, die vielleicht im Fantasy-Bereich eher was hören oder die im Liebesromane was hören oder auch Dramen oder mehr Science-Fiction. Und ich habe jetzt einige sehr, sehr große Projekte in Planung, die einerseits ab morgen schon anlaufen, aber noch nicht online sind und andererseits nächstes Jahr richtig losgehen. Da brauche ich mehr Zeit. Ich habe schon so keine Zeit, kein Leben, nichts. Ich habe nichts. Nur euch. Und deswegen, und dich. Und deswegen dachte ich mir, ich muss was kürzen, denn es kommen ganz viele tolle Sachen, besonders auf Audible und bei anderen Sachen, die ich immer wieder mal nicht nennen darf, aber sie kommen. Katzenöhrchen sagt, okay, das ist doch nicht schlimm, liebe Kat, du bist auch nur ein Mensch. The Darkness Flintstone sagt, kurze CP weg, passt. Okay, gerade nur akzeptabel, sagt Teacher. Danke. Jim Java sagt, Kat, die Winter liest Liebesromane. Vielleicht. The Eye sagt, mehr Genres. Oh, ja. Ja, mehr Genres. Und da fangen wir nämlich gleich an mit der guten Nachricht. Ab morgen beginnt die Produktion für ein ganz tolles Hörbuch, das ich schon mal angelesen habe und vorgestellt habe. Es ist nämlich das tolle Buch von der Marie Merz, Psychopath. Und das wird demnächst auf Audible erscheinen. Und da fange ich morgen an mit dem Lesen. Und dann wird das von einem echten Tonstudio abgemischt. Und dann geht das hoch, also Kathi Winter goes professional. Und ja, da freue ich mich riesig drauf. Ich liebe dieses Buch, ich liebe den Stil und ich habe euch ja bereits davon vorgelesen. Wer das Buch noch nicht kennt und erstmal noch reinhören will, das gibt es bereits auf YouTube als ja, Leseprobe in meinem Stream. Und das werde ich vertonen für Audible. Okay. Ja, das Buch ist super, sagt Scary Buddha. Und dann auch von dir gelesen. Danke, danke. Ich liebe das auch. Es ist eine ganz eigene Stimmung und mir hat es wahnsinnig gut gefallen, dass man schreckliche und schöne Dinge miteinander vermischt und ganz, ganz ruhig erzählen kann und trotzdem ein, ja, sehr intensives Gefühl hinterlassen kann. Jetiga, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke, danke. Auf jeden Fall, das wird jetzt passieren. Es wird vermutlich, so wie Audible es jetzt in einer E-Mail geschrieben hat, nicht vor Weihnachten mehr auf Audible leider verfügbar sein. Dazu hätten wir spätestens heute hochladen müssen, aber wir fangen erst morgen an. Und es muss, wie gesagt, noch abgemischt werden. Und darum kommt es vermutlich nach Weihnachten, aber im Idealfall dieses Jahr noch. Und da freue ich mich sehr drauf. Und ich hoffe, ihr unterstützt mich auf diesem Weg dahin, denn das ist genau das, wovon ich mein Leben lang geträumt habe und ja, diesen Schritt gehen wir dann gemeinsam. Ähm,
Scary Buddha sagt, ja, das gefällt mir auch, der unaufgeregte Stil von Marie Merz. Oh, sie kann auch sehr aufgeregt sein. Sie kann auch knallhart sein, eiskalt, wie wir in der Rose von Bitterfeld auch auf Audible erhältlich von mir gelesen, gehört haben. Das war eines meiner Lieblingsgeschichten. Hat mir super gefallen. Minamer sagt, wow, Kathi, Glückwunsch. Dankeschön, danke. Danke, danke. Yoshi sagt, Kathi, du bist schon lange professionell. Die Verlage fangen nur jetzt erst an, das auch anzuerkennen. Ah, Yoshi. Danke. Ja, ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig. Und genauso wahnsinnig freue ich mich auch heute auf das Heim. Das ist ein Buch, das geht so heftig unter die Haut. Ich habe vorhin erst gesehen, Mats, der Autor, hat auf Instagram gepostet, dass er jetzt mittlerweile auch die Buchrechte an Großbritannien weitergegeben hat. Das heißt, es geht jetzt in allen Sprachen, wird es jetzt verlegt, dieses Buch. Und er hat tatsächlich auch schon Bücher geschrieben, die verfilmt wurden. Das Heim soll auch verfilmt werden. Und das ist so krass. Ich finde, es ist viel intensiver, als ein Film jemals sein kann. So ist das Buch geschrieben. Aber das ist so krass. Die Charaktere sind so echt. Die Gespräche sind so glaubwürdig. Ich würde einfach das Buch als total glaubwürdig bezeichnen. Auch wenn es Elemente hat, über die ich heute noch nicht spreche, die vielleicht nicht ganz real sind. Aber das Buch ist intensiv. Es ist sehr, sehr intensiv. Und für alle, die in der Pflege arbeiten, wird das Buch nochmal eine andere Nummer sein, weil das Buch wirklich authentisch ist. Ich habe eine Weile lang als Krankenschwester gearbeitet und ich konnte sehr viel nachvollziehen. Ich war erschrocken, wie gut er das. Er hat Dinge beschrieben, die ich schon längst vergessen hatte, dass sie tatsächlich da sind und existieren. Gewisse Situationen, gewisse Gefühle, die man hat, die man einfach in der Zeit vergisst, wenn man nicht mehr in der Pflege war oder wenn man da noch arbeitet, die man vielleicht gar nicht zulassen will. Gedanken und Gefühle. Und darum soll es heute gehen. Das Buch schreibt, das Buch erzählt die Geschichte am Anfang sehr ruhig, aber sehr dicht. Die Stimmung ist extrem dicht und wird so unheimlich. Und was ihr gerade gesehen habt, das war ein Kurzfilm zu dem Buch, der auch unter der Regie von Mats Strandberg gemacht wurde und gedreht wurde. Und der war schon, naja, gruselig. Okay. Ich bin schon total gespannt, sagt Green Mouse. Ich auch. Oh mein Gott. Wir fangen gleich an. Okay. Yoshi sagt, wer aus der Community steht hinter allem, was unsere kleine Schwester Kathi macht? Finger hoch. Ah, du bist süß, Yoshi. Danke. Also wie gesagt, es wird ein Format wegfallen. Aber das heißt nicht, dass ich weniger mache oder in meiner Villa lebe mit den riesigen Pool und den 8 Autos und den ganzen Bikini-Mädels hinten im Garten, die sich mit dem Wasserschlauch abspritzen. Auf jeden Fall wird das nicht sein. Ich werde natürlich immer noch weiterarbeiten und kein Privatleben haben, weil ich die liebste Zeit meines Lebens in der Kabine verbringe und aufnehme. Und das ist wirklich so. Ich habe gemerkt, dass es einige Menschen gibt, die so mal doofe Sachen oder so schreiben. Aber ich habe gemerkt, das berührt mich gar nicht. Denn ich lese in erster Linie dafür, dass es gelesen wird. Dass ich es lese. Das ist die größte Freude für mich. Und da freue ich mich zum Beispiel sehr auf Psychopath. Und es freut mich noch mehr, dass diese Arbeit in dem Sinne anerkannt wird, dass die auf seriösen Plattformen erscheint. Dass ich ein Teil der echten Arbeitswelt bin. Das ist super schön. Ja, okay. Okay. Asuna hat irgendwas geschrieben, aber ich habe es nicht mehr gesehen. Hoch. Also, ach so, ja, Fantasy wird es aller Wahrscheinlichkeit nach geben. Da sind wir gerade noch im Gespräch. Die Hörspielfirma, die das macht, hat mich auf der großen Liste und hat schon gesagt, oh mein Gott, wir wollen nicht als Haupterzählerin oder generell als Erzählerin, aber das ist ein Projekt für 2019 und der Verlag ist jetzt nur noch bis Mitte Dezember da und dann erstmal nicht erreichbar und deswegen kann der da noch nicht irgendwie was sagen. Okay. Was ist passiert?
Ariane, willkommen im Kreis der Irren. Ich sehe, Nachtschatten hat Abos schon wieder verschenkt. Vielen Dank dafür. Danke. Ihr könnt mich übrigens alle unterstützen, wenn ihr ein Abo abschließt. Ja, ihr habt dann, soweit ich weiß, auch Prime und könnt euch auch da das Buch holen. Das Buch ist im Thor Online Verlag erschienen. Die sind ein Teil von Fischer mittlerweile und Thor Online ist das, ist die Weltmarke für Fantasy und Science Fiction. Steht hier. Und bei Thor Books erschienen unter anderem die Bücher von George R.R. Martin, Brandon Sanderson und John Scalzi. Also das ist kein kleiner Verlag, das ist ein recht etablierter Verlag und sie haben natürlich gute, ausgewählte Literatur und so ist auch das Heim. Vielen Dank und willkommen an alle, die jetzt gerade im Kreis der Verrückten angekommen sind. Irren, Wahnsinnigen, Erleuchteten. Irren, alle. Sie sind alle irre. Mavudo sagt, Haupterzählerin oder nichts? Ja, das sage ich auch. Also Archie sagt, er redet mit den Menschen und ich lese in der dunklen Kammer. Okay. Was? So. Worum geht es? In dem Buch Das Heim geht es vor allem um zwei große Hauptpersonen. Und das sind Joel, und ich sage jetzt extra Joel, nicht Joel oder so, denn es ist ein schwedisches Buch und in Schweden spielt es. Und da sagt man Joel und Nina. Und die beiden waren in der Kindheit dicke Freunde. Sie haben die Jugend zusammen verbracht. Dann passierte etwas und seitdem haben sie sich auseinandergelebt. 20 Jahre lang haben sie sich nicht gesehen. Joel hat die Stadt verlassen, kommt zurück, als seine Mutter dement wird. Und die Krankheit Demenz steht im Vordergrund in diesem Buch und sie ist so unfassbar ehrlich beschrieben, dass man sich als Leser schon sehr, sehr unbehaglich fühlt. Denn es ist, wir wissen alle, das ist keine schöne Krankheit, sie verändert Menschen, sie kann Familien zerstören, wenn man nicht weiß, was da auf einen zukommt. Viele Menschen, Betroffene, fühlen sich hilflos, wissen nicht mehr weiter. Und dann heißt es sehr oft Endstation Heim. Doch in diesem Heim, in das auch Monika, die Mutter, kommt von Joel, geschehen Dinge, die eigentlich nicht passieren dürften. Und es sind natürlich noch andere Patienten da, die auch alle sehr dement sind. Dieses Heim ist ein Heim, aus dem man nicht mehr lebendig zurückkommt, denn dort verbringt man dann seinen Lebensabend. Und die Demenz hat viele Gesichter, die auch unfassbar authentisch beschrieben werden. Es ist wirklich unangenehm, das zu lesen. Aber es ist auch extrem gut geschrieben. Deswegen ist es unangenehm. Und ja, man wird damit erstmal konfrontiert. Wie fühlen sich Angehörige? Wie fühlt sich das Pflegepersonal? Und wie fühlen sich die Patienten? Doch dann an einem Ort, an dem man mit Menschen zu tun hat, die auch viel erzählen, was gar nicht da ist, was man nicht ernst nehmen kann, berichten plötzlich die Patienten alle von etwas, was man tatsächlich erstmal nicht glaubt. Deswegen werde ich jetzt erstmal den ersten Teil vorlesen und dann sprechen wir nochmal ein bisschen darüber und dann werde ich auf jeden Fall schon mal ein Buch verschenken. Was haltet ihr davon? Wollen wir das so machen? Okay. Katzenöhrchen sagt, sowas ist echt traurig. Also Demenz ist es. Und ja, ich werde erstmal anfangen zu lesen. Das Buch, das habe ich ganz vergessen zu sagen, ist übrigens im Thor Fischer Verlag erschienen, hat 423 Seiten, ihr seht, es ist richtig. Und es kostet 14,99 €. Wer also nicht abwarten kann und Angst hat, dass er heute kein Buch gewinnt, kann sich das Buch natürlich direkt holen. Entweder auf der Verlagsseite oder, wer mich noch ein bisschen unterstützen möchte, mit dem Amazon-Ref-Link, den Archi angebaut hat. Ausrufezeichen Buch. Mit dem Command könnt ihr den Link aufrufen, könnt ihr das Buch direkt holen. Und nicht nur, weil ich das heute vorstelle, sondern auch als echter privater Mensch sage, das Buch lohnt sich. Und ich freue mich echt auf die Verfilmung. Wobei ich glaube, dass das Buch besser ist. Also, ich weiß es. Okay. Christian,
Hi Kathi. Hi Christian. Vielen Dank. Dankeschön für deine Spende. Okay. Was kann ich noch sagen? Das Heim heißt Nebelfen, wie ihr vielleicht alle schon im Trailer gehört habt. Ich habe das erste Kapitel schon vorgelesen und man hat mehrere Sichten, aus denen das Buch geschrieben ist. Einmal aus Jols Sicht, dann aus Ninas Sicht und dann generell, was im Heim passiert. Und wir fangen also an mit Nebelfen, dem Heim, und da geht es los. Sollen wir lesen? Ja! Okay, Arche sagt ja. Wenn Arche das sagt, dann weiß ich auch nicht. Ich trinke noch einen Schluck und dann fängt man an. Nebelfen. Es ist Nacht und Johanna sitzt gerade auf der Personaltoilette von Station D, als der Alarm losgeht. Noch nicht mal in Ruhe pinkeln kann man. Sie sendet Stoßgebete, dass der Alarm nicht aus Petros Wohnung kommt. Als sie fertig ist und auf den stickig heißen Flur tritt, sieht sie, dass das Pfeifen aus der D8 kommt. Das ist das Zimmer, wo Monika ist. Zwar ist es nicht Petrus, aber viel besser ist es auch nicht. Achso, es ist doch nicht... Das war ein anderes Mal. Okay. Sie verabscheut Dagmar und Vera und ihre unheimliche Art, immer die Gedanken der anderen lesen zu können. Das sind zwei Schwestern, die auch dort sind, aber sehr alt schon. Schweißflecken bilden sich auf dem Rücken ihres Arbeitskittels, als Johanna auf das Zimmer am Ende des Korridors zugeht. Viborg hört Johanna an ihrer Wohnung vorbeigehen, registriert es aber kaum. Sie sitzt in der D1 aufrecht in ihrem Bett, lauscht eindringlich der Stimme im Telefonhörer. Die Nummer, die sie gewählt haben, ist nicht vergeben. Die Nummer, die sie gewählt haben, ist nicht vergeben. Die Nummer, die sie gewählt haben, ist nicht vergeben. Viborg schüttelt den Kopf. »Warum können Sie mir nicht helfen?«, fragt sie. »Nun seien Sie doch endlich mal still und helfen Sie mir!« Johanna beschleunigt widerwillig ihre Schritte, als sie den Lärm aus Apartment D8 hört. Sie schließt die Tür auf und schaltet den Alarm aus. Vera steht nackt im Zimmer und kreischt. Johanna geht zu ihr, will diesen alten Körper am liebsten gar nicht anfassen, legt dabei eine Hand auf Veras Schulter. »Was tun Sie denn da?«, fragt sie. Dagmar lacht aufgekratzt in ihrem Bett. Vera schreit weiter, ohne auch nur einmal zwischendurch Luft zu holen, und deutet auf das Badezimmer. Johanna versucht, sie zu beruhigen, dringt aber nicht zu ihr durch. Zuletzt kapituliert Johanna, geht zur Badezimmertür, die einen Spalt breit offen steht. Drinnen brennt Licht. Sie versucht, sich einzureden, dass nicht nochmal ein irrer Messerstecher in ein Heim für Demente würde einbrechen wollen. Aber einer von den alten Leuten kann zufällig hier reinkommen und auf der Toilette gestorben sein. Oder in irgendeiner verdrehten Haltung und mit starren Augen und offen stehenden Mund tot auf dem Boden liegen. Oder Johanna will sich nie mehr von ihrem Freund dazu überreden lassen, Horrorfilme anzugucken. Jäh verstummt Veras Schrei hinter ihr. Dagmars Lachen schwächt sich zu einem gedämpften Glucksen ab. Mit jedem Atemzug rasselt Schleim in ihrem Rachen. Johanna öffnet die Badezimmertür und niemand da. Sie atmet auf. Das Badezimmer sieht aus wie immer. Als sie sich umdreht, steht Vera unmittelbar hinter ihr, sieht mit ängstlichen Augen hinein. »Da ist jemand gewesen«, sagt sie. »Da hat jemand gestanden und mich angestarrt, als ich reingegangen bin.« Johanna seufzt. Bringt sie zurück zum Bett. Kapieren Sie denn nicht, dass das nur Ihr eigenes Spiegelbild war? Alles ist in Ordnung. Angeekelt springt sie zur Seite, als sie ein Plätschern auf dem Boden hört. Vera scheint nicht zu bemerken, dass sie pinkelt, während sie auf das Bett zustolpert. Das hier geht gar nicht, denkt Johanna. Das hier geht gar nicht. Dagmar lacht erneut. In Apartment D5 träumt Lilimor von einem Engel, der über ihrem Bett schwebt. Sein Gewand schimmert perlmuttfarben, schlägt Wellen, als würde es unter Wasser dahinströmen. Das blonde Haar lockt sich um ein blasses Gesicht mit androgynen Zügen. Ein sanftes Lächeln erscheint darin. Eine Hand wird ausgestreckt.
Die schlafende Lilie Moore setzt sich in der Dunkelheit auf, um sie zu ergreifen. Ein kleiner Fettfleck glänzt an der Wand oberhalb ihres Bettes. Johanna geht durch den Flur in Richtung Besenkammer. Sie hat den Fußboden in Apartment C8 gewischt. Das Schmutzwasser schwappt gegen die Innenwände des Eimers. Sein Gewicht sorgt dafür, dass ihr schon wieder der Schweiß ausbricht. Oh, die Klimaanlage muss eine Störung haben. Ich hasse diesen Ort. Als die Neonröhren über ihrem Kopf mit einem Zischen erlöschen, hält sie abrupt inne. Der Eimerinhalt schwappt über den Rand, spritzt auf den Boden und auf Johannas Schuhe. Angewidert schreit sie auf. Die Lampe über der Tür neben ihr blinkt. Die neue Alte in Zimmer D6 jammert lautstark dort drinnen. Johanna überlegt, trotzdem weiterzugehen. Aber wenn was passiert ist, können sie mich wegen Verletzung der Sorgfaltspflicht rankriegen. Und ich muss sowieso rein, um den verdammten Alarm auszuschalten. Das Licht wird immer schwächer. Das liegt am Akku. Kannst du das Kabel irgendwie reinmachen? Ja. Sie stellt den Eimer an der Tür ab, lehnt den Stiel des Mobs an die Wand und betritt die D6, tastet nach dem Alarmknopf, bis sie ihn findet und es aufhört zu piepen. Sie schaltet die Flurlampe ein. Wimmernde Laute sind zu hören wie von einem verletzten Tier. Johanna wäscht sich hastig die Hände im Vorraum und desinfiziert sie. Versucht nicht daran zu denken, dass ihr Hosenbein an der Wade klebt. Dass in dem Wasser Veras Pisse war. Das hier geht wirklich gar nicht. Johanna zwingt sich, ins Wohnzimmer zu gehen und die Deckenlampe einzuschalten. Sie schreit laut auf, als Monikas Augen sie direkt anstarren. Monika sitzt direkt aufrecht im Bett. Das alte Gesicht ist zu einer Grimasse verzogen. Ihr Mund ist weit geöffnet. Die Halssehnen sind so gespannt wie Drahtseile. Ihre Hände umklammern das Bettgitter. Ein leises, metallisches Klirren erklingt und Johanna erkennt, dass das ganze Bett bebt. Das kann doch nicht sein. Johanna geht näher ans Bett heran und es kommt ihr vor, als würde die Luft dicker, als würde sich eine undurchdringliche Wand gegen ihre Haut pressen. Hallo, sagt sie. Hallo, hören Sie mich? Das Herz hämmert Johanna in der Brust. Sie streckt eine Hand aus, zieht sie rasch zurück, als Monika ein langgezogenes, tief aus der Brust kommendes Stöhnen von sich gibt. Ich muss jemand zur Hilfe holen. Hoffentlich hat Adrian Dienst. Johanna dreht sich um und will bereits gehen, als der tiefe Laut in undeutliche gesprochene Worte übergeht, die zuerst schwer, dann immer deutlicher zu verstehen sind. Ich weiß, was du getan hast. Ich weiß, was du getan hast. Und er wird es herausfinden. Johanna dreht sich erst wieder um, nachdem sie schon beinahe im Flur steht. Sie weiß, was das Weibstück meint. Aber das kann nicht sein. Sie kann es nicht wissen. Niemand weiß es. Auf dem Gesicht der Alten zeichnet sich jetzt ein Lächeln ab. Oh doch, sagt es. Ich weiß es genau. Und jetzt kannst du dich auf etwas gefasst machen. Nina, ich sehe gerade, bei manchen ist es asynchron. Das kann aber auch an mir liegen. Also meiner Internetverbindung, die ist auch nicht immer die beste. Tut mir leid. Nina. Das Gewitter kam in den frühen Morgenstunden und mit ihm der Regen. Nach dem kurzen Spurt vom Auto zur Eingangshalle des Heims ist Nina schon vollkommen durchnässt. Als sie in den Umkleideraum kommt, steht Adrian vor Station B mit nacktem Oberkörper vor einem Spind. Ein Schlüsselbund klirrt in seiner Hosentasche. Nun streift er sich auch die Jeans ab. Als die Tür hinter Nina ins Schloss fällt, dreht er sich um und lächelt mit müden Augen. Anscheinend macht es ihm rein gar nichts aus, nur in Unterhosen vor ihr zu stehen. Hey, sagt er und streicht sich eine Haarsträhne seines blonden Kurt Cobain-Shops hinter das Ohr. Ob er überhaupt schon geboren worden war, als Nirvanas Frontmann starb? Adrian ist jedenfalls nur um wenige Jahre älter als ihr Sohn. Nina sucht sich einen Spind, der so weit wie möglich von seinem entfernt liegt,
Am liebsten würde sie mit dem Umziehen warten, bis er gegangen ist. Aber was soll sie so lange tun? Ihn anstarren? Und, wie geht's? Fragt er, während er sich dem Arbeitskittel anzieht. Gut und selbst? Erwidert Nina die Frage. Weiß nicht, sagt er mit einem Grinsen. Frag mich nochmal, wenn ich wach bin. Sie nickt und lächelt, als Adrian von seinem Konzert in Göteborg erzählt, in einem Club, der ihr kein Begriff ist. Seine Band war Vorgruppe von irgendeiner Hardcore-Punk-Band gewesen, deren Name ihr ebenfalls nichts sagt. Nina zieht im Schutz der geöffneten Spinntür Jeansjacke und T-Shirt aus, beeilt sich, dem Kittel über den Kopf zu ziehen, obwohl sie nicht glaubt, dass Adrian sich die Mühe machen würde, zu spannen. Was würde er wohl sagen, wenn sie ihm erzählte, dass sie auch einmal in einer Band gewesen ist? Sie streift ihre Hose ab, zieht die Arbeitshose und die Crocs an, drückt die Spinntür zu. Shit, ich würde jetzt gerne einfach pennen gehen, sagt Adrian, während er seine Tür ebenfalls schließt. Tja, dieses Wetter macht einen auch nicht unbedingt munterer. Gemeinsam gehen sie hinaus in den Kellergang. Du wirst doch heute noch bei uns spielen, oder? Fragt sie und schaltet die Deckenlampe ein. Ja, sagt Adrian. Nur gut, dass man hier im Nebelfan so ein treues Publikum hat. Es mangelt einem nur an Groupies. Sag das nicht, du hast doch Bodil. Er lacht so sehr, dass es im ganzen Treppenhaus widerhallt, das sie gerade betreten. Im Foyer verabschieden sie sich voneinander und Nina geht auf Station D. Hier ist alles still und leer. Die Luft kommt ihr stickig vor und wie elektrisch aufgeladen. Weiter hinten bei einer Apartmenttür sieht sie einen Putzeimer samt Wischmopp an der Wand lehnen. Also, Kopfhörer rutschen. Ich habe mich heute an den Kofferraum gestoßen. Ich habe so eine fette Beule, ich kann den Kopfhörer gar nicht tragen. Sie wirft im Vorbeigehen einen Blick in den Gemeinschaftsbereich. Der Regen prasselt gegen die Scheiben. Die Möbel sind im Dunkeln nur als verschwommene Umrisse erkennbar. Das diffus graue Licht, das durch das Glasdach fällt, spiegelt sich im schwarzen Fernsehbildschirm. Als Nina auf halbem Weg zum Personalraum ist, hört sie ein metallisches Schaben an der Decke. Sie hält inne. Da. Nochmal. Sie folgt dem Geräusch bis zu einer Belüftungsöffnung, stellt sich auf den Zehenspitzen und berührt die Verkleidung, klopft vorsichtig dagegen. Schwarze, ascheähnliche Flocken rieseln aus dem dahinterliegenden Rohr. Wieder ein Schaben. Diesmal weiter hinten im Gang. Es klingt, als würden Klauen gegen Metallschaben. Ob sich vielleicht ein Vogel in der Klimaanlage verirrt hat? Ob die Luft deshalb so stickig ist? Nina geht in den Personalraum. Niemand da. Sonst hüpft Johanna doch immer schon ungeduldig auf und ab, wenn das Frühpersonal zur Ablösung kommt. Auf dem Tisch ein schmutziger Teller und eine halbvolle Kaffeetasse. Daneben ein aufgeschlagenes Klatschblatt. Nina sieht zum Aufenthaltsraum hinüber. Auch dort ist niemand. Sie nimmt die Pflegedokumentationsmappe hervor, aber sie enthält keine Berichte von dieser Nacht. Nina geht wieder auf den Gang. Johanna? Keine Antwort. Sie geht den Korridor entlang am Gemeinschaftsraum vorbei, wo der Regen auf das Glasdach trommelt. Der Putzeimer steht vor Monikas Zimmer. Nina will gerade hineingehen, in der Hoffnung, Johanna dort zu finden, als sie aus Apartment D8 leises Weinen hört. Als Nina die Wohnung der Schwestern betritt, schlägt ihr der Gestank von Urin und Reinigungsmittel entgegen. Vera sitzt aufrecht im Bett und sieht Nina unglücklich an. Guten Morgen, alles in Ordnung, Vera? Fragt sie. Als sie sich dem Bett nähert, merkt sie, dass der Boden an manchen Stellen immer noch leicht feucht ist. Johanna muss in aller Eile hier durchgewischt haben. Was, wenn er nun wiederkommt? Sagt Vera im Flüsterton. Wer? Na, der, der im Badezimmer gewesen ist. Das war sicher nur Johanna, sagt Nina beruhigend. Sie arbeitet hier. Nein, sie hat ihn auch nicht gesehen. Vera zittert so stark, dass sie eine Diazepam gebrochen könnte.
Nina fragt sich, wie lange dieser Angstzustand wohl schon anhält. Und wo zum Teufel Johanna ist. Er ist böse, sagt Vera. Zutiefst böse. Er darf nicht hier sein. Keine Sorge, sagt Nina und wirft einen Blick in das Badezimmer. Da ist niemand. Aber er will doch Dagmar entführen, flüstert Vera und schaut zu dem Bett hinüber, in dem ihre Schwester immer noch schläft. Wachsendes Unbehagen macht sich in Nina breit. Manchmal können die alten Leute so überzeugend sein. Der Eindringling in Nebelfennen existiert natürlich nur in Veras Einbildung. Ihre Angst aber ist außerordentlich real. Dann bekommt er es mit mir zu tun, versprochen, sagt Nina und lächelt Vera aufmunternd zu. Versuchen Sie sich ein wenig auszuruhen. Ich komme gleich mit dem Frühstück wieder und dann bringe ich Ihnen noch etwas zur Beruhigung mit. Als sie sich umdreht, um zu gehen, hat sich auch Dagmar im Bett aufgesetzt. Ihre Augen glitzern im Dunkeln. Ihr Blick folgt Nina stillschweigend, während sie das Zimmer verlässt. Nina meint, ein röchelndes Lachen wahrzunehmen, als sie die Tür schließt. Sie geht weiter den Gang entlang, ruft verhalten nach Johanna, aber niemand antwortet. Hält vor der D6 inne, wo immer noch der Putzeimer steht. So leise sie kann, geht Nina in Monikas Zimmer, doch die schläft schon nicht mehr, sondern liegt bei brennender Nachttischlampe im Bett, ein Kreuzworträtsel auf dem Schoß. Als Nina hereinkommt, wendet Monika sich ihr zu. Ich glaube, die Musik ist aus. Na, nicht ganz. Entschuldigung. Hallo, Herzchen, sagt sie. Nina setzt sich in den Sessel, mustert sie, versucht sich nicht zu viel zu erhoffen. Hallo, erinnerst du dich noch an mich? Danke, Kettenhuhn. Wieso habe ich eigentlich gar keinen Ton mehr? Ich höre gar nichts. Hört ihr was? Was? Also Kettenhuhn rennt gackernd durch den Stream? Ja, danke. Was? Ich weiß nicht, ob ich noch... Jetzt höre ich wieder was. Komisch. Okay. Dankeschön. Vielen Dank, Kettenhuhn. Okay. Ganz normal. Okay, danke, Lani. Manchmal ist Wackelkontakt. Also. Hallo. Erinnerst du dich noch an mich? Fragt sie. Monika lacht auf und legt den Stift beiseite, schlägt das Rätselmagazin zu. Na, und ob ich das tue? Du bist doch die kleine Nina. Auch wenn du inzwischen natürlich längst groß geworden bist. Nina nickt. Tränen brennen ihr in den Augenwinkeln. Das bin ich wohl. Monika legt den Kopf schief, lächelt freundlich. Sie ist wieder ganz die alte Monika. So wird es jedoch nicht bleiben. So bleibt es nie für die Menschen, die so krank sind, dass sie ins Nebelfen kommen. Aber im Moment ist Monika mit all ihren Sinnen gegenwärtig. Wie ich mich freue, dich zu sehen, sagt Monika. Es ist schon so lange her, dass du mich besucht hast. Ja, muss Nina ihr zustimmen. Komm doch näher, damit ich dich mal richtig anschauen kann. Nina erhebt sich aus dem Sessel. Monika sucht tastend nach ihrer Hand. Nina ergreift sie, drückt sie vorsichtig. Vor Rührung kullern Nina die Tränen über die Wangen. Sie wischt sie hastig weg. Nicht weinen, Herzchen, sagt Monika. Verzeih, dass ich mich in den ganzen Jahren nicht bei dir gemeldet habe, sagt Nina. Du hattest doch wohl alle Hände voll mit deiner eigenen Familie zu tun, sagt Monika. Das verstehe ich doch. Aber ich... Du hast mehr als genug für uns getan, warst immer so lieb und tüchtig und du hast Joel so gut getan. Wenn er mit dir unterwegs war, habe ich mir nie Sorgen gemacht. Nina versucht ein Lächeln, aber es quellen neue Tränen hervor. Mein Mädchen, sagt Monika und erweckt bei einer den Eindruck, als würde sie selbst auch gleich anfangen zu weinen. Warum bist du so traurig? Was ist passiert? Nina schüttelt den Kopf. Ich glaube einfach, dass es mir jetzt erst bewusst wird, wie sehr ich dich vermisst habe, sagt sie.
Das Schamgefühl erdrückt sie fast, wenn sie an all die Male denkt, als sie Monika von weitem gesehen hat und ihr ausgewichen ist. Verzeih, sagt sie noch einmal. Du musst dich für nichts entschuldigen. Was du getan hast, musstest du tun, sagt Monika entschieden. Sie tätschelt Ninas Hand, bevor sie sie loslässt. Ich wollte gerade aufstehen und Frühstück machen, sagt Monika. Was darf ich dir anbieten? Sie macht Anstalten, sich zu erheben, betrachtet dann verwirrt das Bettgitter. Bleib du nur liegen, ich kümmere mich darum, sagt Nina. Das ist lieb von dir. Oh, ich bin auf einmal so müde. Monika lehnt sich in die Kissen zurück und schließt die Augen. Ich bin gleich wieder da, sagt Nina. Aber Monika antwortet nicht mehr. Sie ist schon eingeschlafen. Nina bleibt noch einen Augenblick stehen, tupft sich sorgfältig die Augenpartie trocken und sammelt sich, bis sie sich in der Lage fühlt, die Wohnung zu verlassen. Als sie sich umdreht, um zu gehen, sieht sie aus dem Augenwinkel etwas schimmern. Einen fettigen Fleck an der Wand am Kopfteil des Bettes, daneben ein paar Tropfen und schwache, schmutzig-graue Schlieren. Nina geht aus dem Zimmer, nimmt den Putzeimer mit zum Besenschrank und holt einen Lappen und Reinigungsmittel. Sie ist wieder auf dem Weg zu D6, als sie im Personalraum aus dem Augenwinkel eine blau gekleidete Gestalt sieht. Johanna? Fragt sie und geht dorthin. Doch es ist Sukti, die gerade herzhaft gähnt, als Nina hereinkommt. Sie schlägt sich die Hand vor den Mund, lächelt flüchtig. Oh, guten Morgen, entschuldige, dass ich etwas zu spät bin, sagt sie. Die Kaffeemaschine gluckert und zischt. Kein Problem, sagt Nina. Hast du Johanna gesehen? Nein, aber ich habe gerade mit Faisal gesprochen. Er hat gesagt, dass Johanna um 4 Uhr früh hier abgehauen ist. Nina starrt sie unglaublich an. Sukti nickt. Johanna hat ihn noch gebeten, auch ein Auge auf unsere Station zu haben. Dann ist sie einfach gegangen. Wut steigt in Nina auf. Elisabeth sollte diese vielen unerfahrenen jungen Frauen nicht als Pflegeassistentinnen einsetzen. Sie durften nachts wirklich nicht mit den alten Menschen allein gelassen werden. Denen war überhaupt nicht klar, welche Verantwortung sie hier trugen. Aber sie waren natürlich die Einzigen, die sich bewarben und sich damit zufrieden gaben, für so wenig Geld zu arbeiten. Und welchen Grund hat sie diesmal vorgeschoben? Gar keinen, sagt Sukti. Na, das ist ja immerhin mal was Neues. Aber selbst die müsste kapiert haben, dass es dafür keine Entschuldigung gibt. Fasal sagt, dass sie wie Espenlaub gezittert hat. Sie hat sich noch nicht mal mehr umgezogen, bevor sie davon gerauscht ist. Nina schnappt. Sie weiß, dass es hier im Heim nachts manchmal unheimlich sein kann. Aber die Alten, Monika, einfach so allein zu lassen, das war unverzeihlich. Petrus ist heute mit Duschen dran, sagt Sukti und dreht sich zur Kaffeemaschine. Hast du Ohrstöpsel dabei? Das war der erste Teil. Das war aus Versehen der zweite Teil, den ich vorlesen wollte. Das heißt, wir lesen den ersten Teil gleich als zweiten Teil. Ja, ihr ja, seht. Wir fangen heute mal von hinten an. Okay. Das war der erste Teil aus Das Heim von Mats Strandberg. Ein krasser, gruseliger, unheimlicher Thriller. Und ihr habt jetzt schon gemerkt, dass irgendetwas in diesem Heim nicht stimmt. Aber stimmt es tatsächlich nicht? Dieser Fleck, der uns immer verfolgt, die Alten, die alle so unheimliche Sachen sagen. Und schaut euch mal das Buchcover an, wenn ihr auf das Auge achtet, das blitzt so. Finde ich wahnsinnig gut. Ist ein tolles kleines Gimmick, über das ich mich sehr gefreut habe. Das hat jedes Buch, das wird dann auch euer Buch bekommen, wenn gleich ein Buch verlost wird. Also, Scary, ihr solltet euch alle langsam darauf vorbereiten, dass ihr eventuell gleich spammen müsst. Scary Buddha sagt, sehr plastisch und gruselig geschrieben und super vorgelesen, wie immer. Danke. Sehr schön gelesen, Kathi. Danke, Creepy König. Ja, okay. Also, das war so mal der erste Eindruck. Es wird natürlich noch unheimlicher. Diese Szene hat jetzt ein bisschen auch was von diesem Kurzfilm, den ich euch gezeigt habe. Wie ist eigentlich dein Status? Ich arbeite dran. Wie viel wäre das noch? Schwer zu sagen. Okay. Am Schluss haben wir vielleicht noch ein Interview zu hören. Das wäre schön. Okay. Arbeite ich unter Hochdruck, wirklich.
Sehr bedrückend, sagt Mina mehr. Finde ich aber auch absolut spannend. Toll gelesen. Danke. Voll spannend, sagt Green Mousy. Toll gelesen, ging wirklich unter die Haut, sagt Teacher. Ja, und ich persönlich muss sagen, mich hat das nochmal doppelt so berührt, getroffen, weil ich weiß, wie es ist, mit alten und kranken Menschen zu arbeiten und auch die sich dann verändern und nicht mehr die gleichen sind wie vorher. Das ist richtig traurig, sehr schlimm, und das hat das Buch nochmal so ein bisschen aufgewühlt, und ja, es hat mich wahnsinnig beeindruckt. Die Charaktere, ihr habt jetzt noch nicht so ganz viel von den Charakteren mitbekommen, aber das werdet ihr noch mitbekommen. Und was sagst du? Willst du die Bartfee machen? Ich habe ihn gar nicht gestutzt, aber ich denke, das ließe sich einrichten. Also, wir machen das so. Ich werde heute 3 Bücher verschenken, die dann nächste Woche ankommen und... Also bei euch zu Hause. Und am Sonntag werde ich auch nochmal 3 Bücher verschenken. Du kannst doch aus dem Bild rausbleiben. Ich wusste nicht, ob ich ins Bild rein soll. Deswegen habe ich jetzt vorsichtshalber mir mal meinen Hemd wieder angezogen. Und wenn ich schon keinen Anzug trage, muss zumindest eine gewisse Form von Professionalität erkennbar sein. Scary Buddha sagt, ja, das weiß ich auch. Das ist stellenweise in Real sehr gruselig. Vor allem im Nachtdienst. Asuna sagt, aber das Buch ist sehr interessant, aber bedrückend. Ja, und, haben wir Musik? Ja. Habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ich dieses Buch schon mal lesen konnte. Und ich bin auch sehr gespannt, was der Film bringt, ob der die Stimmung rüberbringen kann. Archie, du musst irgendwann Stopp sagen und du darfst nicht hingucken. Sind wir bereits im Spiel? Das sollst du den Leuten sagen, dass sie schon anfangen müssen zu spammen. Das ist essentiell. Darf Leute? Man aus der Schweiz mitmachen? Ja, natürlich darf man aus der Schweiz mitmachen. Wenn jetzt nicht aus Australien kommt, ist das in Ordnung. Aber Schweiz ist, denke ich mal, okay. Nochmal, wie gesagt, dass bei Tor Online oder Fischer Online ist das Buch erschienen. Es hat 423 Seiten und kostet 14,99 € für diejenigen, die sich das Buch holen wollen. Also nochmal, das Spam-Spiel geht schon los. Ihr solltet jetzt ganz, ganz schnell spammen. Aber ganz schnell! Ganz genau. Archie guckt nicht hin. Archie macht weiterhin das Interview fertig. Archie macht Dinge. Und wenn wir Glück haben, wird es heute noch fertig. Dann können wir uns das Interview nochmal angucken. Wir können ja gegebenenfalls eine gekürzte Fassung ohne die letzten 2 Fragen machen. Darf ich schon mal etwas zu gucken? Ja, Mats hat das mit seinem Partner im dunklen Wald gedreht. Wir haben ihm ein paar Fragen geschickt. Er hat die beantwortet und das ist super cool geworden. Und ich freue mich schon, so was abzuspielen. Und wenn es heute nicht abgespielt werden sollte, wird es am Sonntag abgespielt. Aber ich denke, am Sonntag machen wir nochmal das Komplette. Ich möchte auch als der das Interview in dem Sinne geschnitten hat bzw. Vorbereitet hat, möchte ich dazu sagen, er ist ein unheimlich sympathische Person. Das ist der. Und das Interview anzuhören war wirklich, wirklich spannend. Und wirklich, es wird sich lohnen. Also ich hoffe, ich krieg's jetzt noch hin. Ich mache wirklich so schnell ich kann. Wenn nicht, müsst ihr auf jeden Fall Sonntag reinschauen, weil selbst wenn ihr kein Interesse am Buch hättet, sind die Antworten, die er da gibt und was er erzählt, unheimlich faszinierend interessant. Ganz ich würde aber sagen, damit den Leuten nicht langsam die Finger abfallen, sollte ich langsam in die Pötte kommen und die Bartfee sagt, Stopp! Kettenhund wäre das. Ed Marimer Zierp wie alle anderen. Das finde ich absolut gerechtfertigt, denn ich möchte hierbei sagen, der Kettenhund oder das Kettenhuhn, wie man möchte, hat hier seine Arbeit getan und wurde wegen der Ausführung seiner Arbeit belohnt. Ja, sehr herzlichen Glückwunsch, Kettenhund. Du kannst aber auch, wenn du sagst, du wartest auf die Hörbuchfassung, im Idealfall von Kathi Winter gelesen, kannst du auch dieses Buch weitergeben und wir machen es. Also weitergeben im Sinne von, wenn du jetzt sagst, du würdest es lieber einem anderen gönnen, unter der Prämisse, dann... Wenn du sagst, der Kettenhund gewinnt. Glückwunsch. Ja. Herzlichen Glückwunsch, auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch. Wir machen auch auf jeden Fall gleich das zweite Buch. Es gibt heute 3 Bücher. Jeder hat eine faire Chance. Einfach voll Spam. Einfach schreiben, schreiben, schreiben. Archie sagt Stopp. Ich sag den Namen, der gerade in dem Moment auftaucht. Und dann werde ich eure Adresse rausbekommen. Und ich werde euch dieses Buch schicken.
Alle Adressen, die ihr uns gebt, werden von mir feierlich und langfristig archiviert. Unter der Datenschutzverordnung, die Archie einhält. Ich bin die Datenschutzverordnung. Okay. Ja, aber ich will, dass ihr das auch gefälligst dann alle lest. Und ja, ich muss sagen, also der Protagonist dieses Buches, Yol, ist eigentlich ein Mann, aber es sind sonst, außer noch einem anderen Mann, nur Frauen vorerst in diesem Buch. Und deswegen finde ich, ist das auch ganz gut, wenn eine Frau das lesen würde. Okay. Kettenhund sagt, Marie Merz hat gerade gesagt, sie würde so gern mal ein Buch gewinnen. Kann ich es ihr schenken? Kannst du, ich habe auch Marie Merz Adresse. Wenn du möchtest, dann Frau Merz, herzlichen Glückwunsch zu ihrem neuen Buch. Das Buch wurde verfilmt. Ich glaube, kein Film kann die Kraft des Buchs überbringen. Das Buch wurde noch nicht verfilmt. Es wird verfilmt. Ein anderes, und zwar Zirkel, wurde schon verfilmt. Das ist aber auch kein Horrorbuch. Also das ist ein anderes Genre. Ja, das werden wir gleich alles in dem magischen Interview hören, sehen und lesen, wenn es... Ich klinge mich mal aus. Stups mich an, wenn ich mal wieder die Bart lesen muss. Okay, dann machen wir das so, sagt der Kettenhund. Okay. So, es gibt keine Regel, nur Spam. Ja, ganz genau. Es gibt manche Bücher, wo ich sage, ab 18, da werden natürlich alle, die minderjährig sind, dann rausgenommen, da wird das einfach der Nächste. Aber bei dem Buch ist das, denke ich mal, es ist in Ordnung. Es ist gruselig, es ist spannend, es ist bedrückend. Und an sich, bei Büchern gibt es so keine Altersfreigabe, aber eine Empfehlung. Und ich sage mal, es ist ganz angenehmer Horror. Also Horror, wie wir ihn lieben. Okay. So. Marie Merz, ich schicke dir das Buch dann morgen raus. Ich freue mich schon. Morgen gehen die Bücher raus. Und ja, okay. So, jetzt ist die Frage, wie lange bräuchtest du noch? Ich weiß es nicht. Dann würde ich erstmal nochmal lesen. Auf jeden Fall. Okay, dann muss ich wieder die Musik wechseln. Also es wird auf jeden Fall noch dauern. Ich werde eine halbe Stunde bestimmt brauchen. Halbe Stunde? Müssen wir auch eine halbe Stunde rumkriegen. Stimmt, also ich hoffe, du hast einen längeren Pause vorbereitet. Habe ich. Ich muss mal schnell eine Tablette nehmen. Das Leben ist hart, wenn man gegen alles allergisch ist. Alles. Okay. The Eye sagt, Kathi Winter, Horror, Baby in Lieben. Das ist dein neuer Slogan. Okay, ich dachte ja, Eyeballs will pop. Aber wenn das denn alle... Jetzt haben sie ausgepoppt. Entschuldigung. Geh einfach, Archie, geh. Geh. So. Sollen wir noch ein bisschen lesen? Dann werde ich jetzt anfangen. Also jetzt kommt der Teil, den ich zuerst lesen wollte. Da erfahrt ihr ein bisschen was über die Protagonisten. Und im zweiten Teil sollte so ein bisschen die Atmosphäre dargestellt werden. Das heißt, ihr wisst jetzt schon, wie die Atmosphäre ist. Und ich kann euch sagen, das ist erst der Anfang. Wir sind, wenn ich euch das Buch mal so zeige, sind wir in diesem Teil. Das Buch hat sehr, 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 sehr viel Wendungen noch. Und wie gesagt, ich kann es nicht spoilern. Ich kann euch leider nicht so viel darüber verraten, was in dem Heim noch alles passiert. Was ich halt genial finde, ist, dass es an einem Ort ist. Also klar, bei einer Psychiatrie ist es ähnlich, aber da ist es nicht das Gleiche, wie wenn man es in einem Heim für Demenzkranke spielen lässt, wo Dinge passieren, die man auch gesunden Menschen nicht glaubt. Und die erzählen dann Demenzkranke. Und das ist einfach erstmal ein geniales Setting. Das ist einfach so. Das muss ich wirklich sagen. Und ja, dann halt diese Charaktere dazu. Das ganze Wissen, Hintergrundwissen. Also das ist wirklich sehr toll. Okay. Okay, dann lese ich jetzt, ja? Gut. Mich übrigens über die vielen schwedischen Dinge in dem Buch gefreut. Ich spreche Schwedisch und habe mich sehr gefreut. Ich bin ein sehr großer Schweden-Fan.
Hätte ich Archie nicht kennengelernt, wäre ich nach Schweden ausgewandert. Das wäre ich nicht mitgegangen. Ja, aber dann habe ich dich kennengelernt und jetzt bin ich in Bayern. Das klingt sehr verrückt. Okay. Jol. Mama ist auf einem Hof in Lücke aufgewachsen. Mit 20 hat sie Papa geheiratet und ist nach Lückeritt auf der anderen Seite der Landstraße gezogen. Das war das Abenteuer ihres Lebens. Jol schaut auf den blinkenden Cursor in seinem Word-Dokument, löscht den letzten Satz wieder. Die Eiswürfel in seinem Glas klirren, als er einen Schluck trinkt. In der Vorratskammer hat er eine Flasche hochprozentigen Glöck gefunden. Und jetzt versucht er sich einzubilden, dass es nur ein süßer Drink ist, nicht das Ergebnis einer peinlichen und verzweifelten Suche. Er hat das Fenster geöffnet, damit frische Luft in die Küche strömen kann. Aber heute Nacht ist es vollkommen windstill. Nachtfalter prallen gegen das Insektengitter, wollen zum Licht. Jol schwitzt. Gleich morgen muss er im Kaufhaus einen Ventilator kaufen. Mama war über 15 Jahre lang mit meinem Vater verheiratet, als er an Krebs starb. Soweit ich weiß, hat sie nach ihm nie wieder einen anderen Mann gehabt. Jol nimmt noch einen Schluck. Streicht den letzten Satz. Seine Mutter war immer sehr darauf bedacht, dass das Privatleben auch privat bleibt. Dass Jol nun dieses Schreiben aufsetzt, wäre ihr ein Grauen. Dass Fremde so etwas lesen würden. Vieles an ihrem jetzigen Leben wäre ihr, wenn sie sich darüber im Klaren wäre, ein Grauen. Sie bemühen sich lange vergeblich, eine Familie zu gründen, führen aber dennoch eine glückliche Ehe. Mein Bruder wurde erst geboren, als meine Mutter 28 war. Ich, Jol, kam zur Welt, als sie 33 war. Tragischerweise starb mein Vater nur wenige Jahre später nach langer Krankheit. Obwohl meine Eltern es sich so sehnlich gewünscht hatten, Eltern zu sein, konnten sie es also nicht besonders lange gemeinsam genießen. Was wusste er eigentlich über die Ehe seiner Eltern? Wie glücklich war sie in Wahrheit gewesen? Seine Mutter hatte ihren Nils nach seinem Tod zu einer Heiligenfigur stilisiert. Und wenn irgendetwas nicht in das Bild gepasst hätte, hätte sie es nie erwähnt. Seine Mutter meinte immer, es gebe keinen Grund, über Probleme zu reden. Gewisse Dinge solle man ruhen lassen, sich überhaupt nicht mit ihnen befassen. Aber seine Mutter muss ihren Mann sehr geliebt haben. Über seinen Tod ist sie niemals hinweggekommen. Und es hatte nie ein Zweifel daran geherrscht, dass Björn seinem Vater ähnelte. Beide blond und blauäugig, Familienväter, die einer ordentlichen Arbeit nachgingen. Björn war beim Tod seines Vaters zudem schon alt genug gewesen, dass er sich an ihn erinnern und diese Erinnerung mit ihrer Mutter teilen konnte. Ich war nicht wie sie. Ich war immer seltsam, habe seltsame Musik gehört. Ich habe mir die Haare gefärbt und nur schwarze Klamotten getragen. Mama hoffte wohl immer, dass aus mir und meiner besten Freundin Nina ein Paar werden würde. Wenn das nur geklappt hätte, dann hätte sie sich darüber niemand mehr gefreut als ich. Meine Mutter und ich haben natürlich nie darüber geredet. Wir haben genau genommen nie über irgendwas geredet. Sie hat nie gesagt, dass sie mich liebt und ich weiß nicht einmal, wie ich dann reagiert hätte. Jol starrt auf den Abschnitt. Was treibt er hier bloß? Er löscht den Text, steckt sich eine Kippe an, den Rauch scheint an seinem feuchten Gesichtshaut zu kleben zu bleiben. Der Cursor blinkt. Das Eis klirrt. Björn lebt heute in Jönköping und ist mit Sophia verheiratet. Sie haben zwei Kinder, Viggo und... Jörns Finger schweben über der abgenutzten Tastatur des Laptops. Jönköping heißt es im Deutschen, aber Jönköping ist es im Schwedischen. Das ist immer so die vermischte Frage. Aber gut. Ihm will nicht einfallen, wie Björns zweiter Sohn heißt. Jol drückt die Backspace-Taste, löscht auch Vegans Namen. Er hat keinen blassen Schimmer, was das Personal des Heims über seine Mutter wissen möchte, was ihnen helfen kann, ihr zu helfen. Seit ihrem Herzinfarkt, der bei meiner Mutter eine Demenz ausgelöscht hat, spricht sie häufig davon, eine Nahtoderfahrung gemacht zu haben und dass mein Vater im Jenseits auf sie warten würde. Manchmal sagt sie, dass er mit ihr zurückgekehrt sei,
als sei es ihm jedoch schwer fiele, sich zu äußern. Manchmal scheint sie völlig vergessen zu haben, dass mein Vater verstorben ist. Ein Schaben lässt Yol vom Bildschirm aufsehen. Er hört noch einmal. Dann wird ihm klar, dass es nur die Schwalben sind, die unterm Dach nisten. Trotzdem weilt eine kindische Angst vor der Dunkelheit in ihm auf. Was, wenn seine Mutter nun die ganze Zeit über Recht gehabt hat? Wenn nun sein Vater hier im Haus ist und nach ihr sucht? Yol schüttet sich über sich selbst den Kopf, trinkt noch einen Schluck Glück. Nach dem Herzinfarkt war meine Mutter operiert worden und danach besuchten wir sie im Krankenhaus. Es war ein Schock zu sehen, in welch schlechter Verfassung sie war, aber wir dachten, dass es ihr nach der Reha wieder besser gehen würde. Björn war auch da, als sie wieder nach Hause kam, und mit den häuslichen Pflegedienst schien alles gut zu laufen. Als meine Mutter mitten in der Nacht weglief und ein Autofahrer sie halb erfroren aufgabelte, wurde uns klar, wie schlecht es tatsächlich um sie stand. Ich bin nach Hause gekommen und habe schnell eingesehen, dass es keine andere Alternative gab, als bei ihr zu bleiben, bis sie in eine Einrichtung wie das Nebelfen einziehen konnte. Der Gestank vollgepinkelter Unterhosen, die auf dem Halskörper zum Trocken hingen. Schubladen mit unzähligen Rechnungen, die seine Mutter ungeöffnet darin hatte liegen lassen. Yol wurde zu ihrem Vormund bestimmt und bemühte sich angestrengt darum, sie für einen Platz in einem Pflegeheim für Demenzkranke zu finden. Telefongespräche, Termine mit dem medizinischen Dienst und Arzttermine folgten, bei denen seine Mutter immer munterer zu werden schien. Erfreut über die ihr zuteil werdende Aufmerksamkeit. Als man sie fragte, ob sie aus ihrem Haus ausziehen wolle, antwortete sie entschieden mit Nein. Natürlich tat sie das. Sie hatte eine entsetzliche Angst vor Veränderungen, nachdem sie selbst, das ihr Wohlvertraute, ihr nun unbegreiflich und erschreckend vorkam. Yol hatte auch nie ganz begriffen, warum sie das seine Mutter überhaupt gefragt hatten. Sie konnte nicht länger selbst über ihr Leben bestimmen. Genau das war gerade das Problem. Aber das gehört nicht in dieses Schreiben. Und es sagt auch nichts über seine Mutter aus. Yol versucht, sich zu konzentrieren. Aber kein Gedanke lässt sich festhalten. Sie gleiten nur auf der Oberfläche dahin. Abermals schinkt er nach. Die Eiswürfel sind inzwischen geschmolzen und der lauwarme Glöck ist so süß, dass ihm der Hals davon brennt. Der Cursor blinkt. Was soll er noch über seine Mutter erzählen? Was gefiel ihr eigentlich? Welche Interessen hatte sie? Enge Freunde besaß sie nicht. Viele waren schon aus ihrem Leben verschwunden, als sein Vater krank geworden war. Zu ihren Kollegen hatte sie nach der Pensionierung auch keinen Kontakt mehr gepflegt. Die Nachbarn waren verstorben und Verwandte von ihnen lebten nicht mehr in der Gegend. Womit war sie tagsüber eigentlich beschäftigt gewesen, so ganz allein im Haus? Hatte sie die ganze Zeit seinem Vater nachgetraut? Hatte sie darauf gewartet, dass Björn oder Yol anrufen würden? Sie musste schrecklich einsam gewesen sein. Das zumindest hatten er und sie gemeinsam. Er seufzte laut auf. Sein Selbstmitleid ist ein sicheres Zeichen dafür, dass er zu viel getrunken hat. Zigarettenasche fällt auf die Tastatur des Laptops. Er pustet sie weg, drückt die Kippe aus. Ihm fällt ein, dass Frau Sandberg gefragt hat, ob seine Mutter ein Lieblingsessen habe. Noch nicht einmal das weiß er. Er hätte seine Mutter häufiger anrufen sollen. Wenn er mit ihr sprach, hätte er mehr Geduld mit ihr haben müssen. Er hätte sie mehr Dinge fragen und ihren Antworten Gehör schenken müssen. Yol schließt das Textdokument und zieht es auf Papier. Auf dem Papierkorb-Symbol sage ich, so fahre ich heute. Dann klappt er den Laptop zu. Nina. Monika musste über das Bettgitter geklettert sein. Sie steht mitten im Zimmer, hat sich ihren Mantel über das Nachthemd gezogen, sieht Nina verstört an, als sie hereinkommt. Nina ist im Laufe der Jahre schon unzählige Male den Blicken demenzkranker Menschen begegnet, hat diese Leere in ihrem Blick wahrgenommen. Aber sie hat ihn noch nie bei jemandem gesehen, der ihr so nah gestanden hat wie Monika. Das ist etwas ganz anderes und beinahe unerträglich. Nina sieht zum Bett hinüber, schärft sich ein, Elisabeth von diesem Vorfall zu berichten.
Alte Leute, die über das Gitter klettern können, laufen Gefahr, daran hängen zu bleiben oder zu fallen und sich dabei zu verletzen. Können Sie mir bitte behilflich sein, nach Hause zu kommen? Sagt Monika. Ich muss nach Hause. Nina tritt einen Schritt näher an sie heran, nimmt den unmissverständlichen Geruch nasser Windeln wahr. Sie wird Monika eine Frische anlegen müssen. Der stolzen Monika, die sich nie hatte schwach zeigen wollen, nie um Hilfe gebeten hatte. Kommen Sie, sagt Nina. Wir setzen uns einen Moment hin und unterhalten uns ein bisschen. Wir beide. Ich will mich nicht setzen, erklärt Monika. Warum hört mir denn niemand zu? Ich will einfach nur nach Hause. Ist das denn so schwer zu verstehen? Nina legt einen Arm um sie, aber Monika rückt von ihr ab. Jemand muss herkommen und mich abholen. Ich kann die Autoschlüssel nicht finden. Es wäre besser, wenn Sie jetzt schlafen würden, Monika. Ich will nicht schlafen. Ich will heim. Ihre Unterlippe beginnt zu zittern. Ich darf nicht hier sein, schluchzt sie. Morgen werden Sie sich hier schon viel wohler fühlen. Sie werden schon sehen. Etwas in Monikas Blick ändert sich. Etwas in ihren Augen blitzt flüchtig auf und Nina hält den Atem an. Ob sie mich wiedererkennt? Aber das, was da in ihren Augen aufgeglommt ist, erlischt wieder. Sie verstehen das nicht, sagt Monika. Niemand versteht mich. Alles ist die ganze Zeit über so seltsam und niemand hört mir zu. Ich höre Ihnen zu, sagt Nina. Wollen wir uns nicht setzen, dann können Sie mir alles erzählen. Monika seufzt tief, kommt aber mit zum Bett, ohne erneut zu protestieren. Dass Nina ihr den Mantel auszieht und ihn über einen Stuhl hängt, scheint sie nicht zu bemerken. Mein Mann, er hieß Nils, sagt Monika und deutet mit einem zittrigen Finger auf ihr Hochzeitsfoto. Nina nickt und klappt das Bettgitter herunter. Er wird mich hier nicht finden, fährt Monika fort und lässt sich schwer auf die Bettkante fallen. Und ich habe schreckliche Angst, dass er glaubt, dass ich nichts mehr von ihm wissen will. Monika schüttelt bekümmert den Kopf. Ich muss einfach nach Hause. Nina streichelt ihr über den Rücken, muss die Tränen zurückhalten, darf nicht zeigen, was in ihrem Inneren vorgeht, darf Monika nicht beunruhigen. Sie werden schon sehen. Alles wird gut, sagt sie. Ich werde mich um sie kümmern. So wie du dich um mich gekümmert hast. Ja, Archie ist noch da. Archie macht gerade noch das Interview fertig. Natürlich bin ich noch anwesend. Wieso? Leute haben nach dir gefragt. Warum fragt man nach mir? Keine Ahnung. Habe ich was kaputt gemacht? Ja. Oh. Wie lange brauchst du noch? Meine Zeiteinschätzung könnte relativ akkurat sein. Also kurz nach halb könntest du bereitstehen. Wir lesen noch. Jol. Er hat es aufgegeben, einschlafen zu wollen und steht jetzt mit einem schwarzen Müllsack vor dem Kühlschrank. Wirft Gläser mit angelegtem Hering hinein, die er nicht öffnen wagt. Mit Schimmel bedeckte Oliven, Plastikdosen mit inzwischen undefinierbarem Inhalt. Die Glasböden sind übersät von eingetrockneten Klecksen und ganz schmierig vor Fett. Er hätte sich schon viel früher darum kümmern müssen. Er besprüht sie mit Reinigungsmittel, scheuert und schrubbt. Macht mit dem Vorratsschrank weiter, wirft Sirupflaschen mit Tropfspuren weg. Backpulver in Dosen ohne Deckel. Mandelgebäck aus dem letzten Jahrzehnt. Er steigt auf einen Stuhl und auf dem obersten Regalbrettern, bis ganz nach hinten reichen zu können, tastet sie ab und spürt ein vertrautes Kunststoffteil mit abgerundeten Ecken unter seinen Fingern. Als er seinen alten Walkman hervorzieht, geht ein Regen von Kokosflocken und Paniermehl auf ihn herab. Joel weiß, dass es keinen Zweck hat, verstehen zu wollen, warum seine Mutter ihn zuoberst in den Vorratsschrank gelegt hat. Er wischt ihn an seinem T-Shirt ab, lächelt, als er das vertraute Gewicht in der Hand spürt. Er hatte ihn damals im Versandhandel gekauft, denn er hatte ein eingebautes Mikrofon. Joel hatte ihn überall hin mitgenommen, hatte immer ein zweites Buch in der Tasche, damit er Songideen aufnehmen konnte.
Er öffnet das Kassettenfach, nimmt die Kassette heraus, mustert das Bass-Logo. Tobi, willkommen im Kreis der Wahnsinnigen. Keiner weiß jetzt, was ich dir gerade vorgelesen habe. Das ist ganz gut. BASF-Logo. Ihr wisst, was ich meine. Seine kindliche Schrift aus Teenager-Zeiten auf einem Gefrierbeutel-Etikett. Nina und Joll, gemischtes Herbst 94. Joll setzt sich auf den Stuhl, wischt sich den Schweiß von der Stirn und steckt sich eine Zigarette an. Bisher hat er es vermieden, sich Musik aus jener Zeit anzuhören. Es hat ihn zu sehr an das Leben erinnert, das er sich gewünscht hatte, aber aus dem nie etwas geworden war, obwohl es zum Greifen nah gewesen war. Ich werde mal einen kleinen Teil jetzt überspringen, weil es beschrieben wird, wie die Musik ist, aber das ist für uns heute Abend nicht wichtig, aber für das Buch an sich ist es schon interessant, aber das werden wir jetzt überspringen. Als das Lied zu Ende ist, öffnet er wieder die Augen. Jesus und Mary Jane folgen. Just like honey. Joel raucht eine Zigarette nach der anderen, während er weiterhört. Sonic Youth, Hall, Echo and the Bunnymen. Skunk Anansi and Smashing Pumpkins. Und Smashing Pumpkins. Nicht meine Musik. In der Mitte von Björks Play Dead ist das Band zu Ende. Der Glöck ist leer. Der Himmel ist inzwischen hell geworden. Die Sonnenstrahlen berühren schon die Baumwipfel oben auf der Bergkuppe. Joel geht zum Fenster. Früher hat er sich nachts auf diesem Weg hinausgeschlichen. War über das kleine Vordach, über der Haustür gestiegen und auf den Rasen hinuntergeklettert. Wenn Nina nicht bei ihm gewesen war, hatten sie unten an der Bushaltestelle auf ihn gewartet. Wo Nina jetzt wohl ist? Und was für ein Mensch ist sie? Ob sie wohl noch manchmal an ihn denkt? Sie hätten das alles gemeinsam hinter sich lassen wollen, die beengten Verhältnisse, die einem die Luft abschnüren. Wir gegen den Rest der Welt. Aber Nina war nicht mitgegangen. Hatte sich gegen ihn entschieden und für das, was sie angeblich verabscheute. Wenn er doch nur jemand zum Reden hätte. Jemanden, der die Stimme seiner Gedanken übertönen könnte, die seinen Schädel ausfüllt und dort herumspukt. Aber es gibt niemanden. Die Erkenntnis trifft ihn mit voller Wucht. Er ist ganz allein. In seinem Leben gibt es keine Nina mehr. Und als er clean wurde, verschwanden mit den Drogen auch seine einzigen Freunde in Stockholm. Außer dem Drogenkonsum hatten sie nichts gemeinsam gehabt. Es gibt niemanden mehr, der ihn kennt. Jedenfalls nicht richtig. Nur oberflächliche Bekannte, One-Night-Stands, vorübergehende Arbeitskollegen. Seit dem Morgen, als er mit den Drogen Schluss machte, ist er umhergeirrt wie ein Gespenst. Als wäre er es gewesen, der in jener Nacht gestorben war. 6 Jahre und 2 Monate. Was damals geschehen war, hatte alles verändert, hatte ihm eine solche Angst eingejagt, dass allein die Erinnerung daran genügte, ihn von allen Versuchungen fernzuhalten. Aber jetzt, in diesem Augenblick, würde er sich alles Mögliche reinziehen, nur um nicht mit sich selbst es aushalten zu müssen. Wir sind gleich noch weiter. Muss noch einen Schluck trinken. Meine Stimme, sie stirbt, gerade in diesem Moment. Geht so? So, ich glaube, wir lesen noch, ja, bis hier lesen wir noch. Das sind jetzt noch 2 Kapitel, die jetzt schon wieder ins Unheimliche gehen. Und danach gibt es noch ein Buch. Und dann gibt es das Interview. Ja, wahrscheinlich nicht vollständig. Den zweiten Teil wird es vielleicht später erst geben. Muss ich leider. Ja, ist in Ordnung. Und nach dem Interview gibt es noch ein Buch. Das heißt, heute gibt es 3 Bücher. Und am Sonntag gibt es das komplette Interview und nochmal 3 Bücher. Und eine Leseprobe, also eine Hörprobe von einem Hörbuch, das noch nicht existiert. Nur damit ihr Bescheid wisst. Marie Merz sagt, ich find's gut. Das ist schön. Nebelfilm. Nina sitzt im Personalraum von Station D und schreibt ihre Berichte über die Nachtschicht. Sie summt Song to the Sirene. Verstummt jäh, als sie sich selbst dabei ertappt, lässt den Stift sinken,
wundert sich, dass sie noch immer den Text kennt. Bald wird das Personal der Frühschicht mit den gewohnten Routinen beginnen, aber jetzt ist es noch ruhig mit der Station. Fast alle alten Menschen schlafen. Vera ist in Dagmars Bett gekrochen und schmiegt sich unter der Decke an sie. Viborg umklammert ihre Kuschelkatze, lässt sich von ihr die pfeifende Brust wärmen. Petrus läuft in seinen Träumen auf starken jungen Beinen umher. Bodil hat, solange es ging, gegen ihre Müdigkeit angekämpft, den Blick unaufhörlich auf das Fenster gerichtet, schläft nun aber auch tief und fest. Nur Monika ist wach. Sie liegt in ihrem Bett und lächelt glücklich. Tränen rinnen ihr übers Gesicht. Das Licht ihrer Nachttischlampe flackert, glänzt auf einem Fettfleck an der Wand neben ihrem Bett. Monika schnieft, streicht sich eine Haarsträhne hinters Ohr. Wenn ich doch nur ein hübscherer Anblick wäre, sagt sie. Als sie die Antwort vernimmt, lacht sie. Das Licht flackert erneut auf und sie lauscht aufmerksam. Die Schatten dehnen sich aus und schrumpfen wieder. Ich versprech's, sagt sie, wischt sich die Tränen von den Wangen. Dass du mich gefunden hast, dass wir wieder zusammen sein können. Joll. Es ist 12 Uhr mittags und die Sonne knallt auf den Parkplatz des Heims herunter. Verfolgt ihn, als er auf die Eingangstüren zugeht. Er ist erst vor einer Stunde aufgewacht, hat das Gefühl, mehr als nur einen Kater zu haben, fühlt sich vergiftet. Aber er hat geduscht, sich rasiert und sich ordentlich gekämmt, hat Zeitschriften gekauft. All das, um zu beweisen, dass er ein gewissenhafter und fürsorglicher Sohn ist, der jetzt an der Tür von Station D klingelt. Ein ganz normaler Mensch eben. Diesmal ist es Sukti, die ihm öffnet. Hey, kommen Sie rein! Danke. Er wirft ihr einen Seitenblick zu, während sie zusammen den Korridor entlang gehen. Ich muss gestern einen merkwürdigen Eindruck hinterlassen haben, tastet er sich vor. Meine Mutter hierher zu bringen, war so schwer für mich, dass ich ein Beruhigungsmittel genommen hatte, aber es war stärker, als ich dachte. Ich möchte nur, dass Sie und Ihre Kolleginnen wissen, dass ich normalerweise nicht so bin. Nicht mehr. Ich weiß, dass nicht leicht ist, sagt Sukti. Aber es war richtig von Ihnen, sie zu uns zu bringen. Joel nickt, wenn er das nur auch glauben könnte. Eine ältere Frau in der blauen Arbeitskleidung des Heims kommt zu ihnen und stellt sich als Rita Sandström vor. Sie hat einen grauen Pagenkopf und die hier an der Westküste so typisch tiefbraune, wettergegerbte Haut. Sicher wird sie bald in Rente gehen. Wie es wohl ist, mit demenzkranken Menschen zu arbeiten, die nicht viel älter sind als man selbst. Nachdem sie sich die Hand gereicht haben, geht Rita in einen Aufenthaltsraum, wo sie einer alten Dame eine Schnabeltasse reicht. Wie ist es meiner Mutter heute Nacht ergangen? Fragt Joel und dreht sich wieder zu Sukti um. Wissen Sie irgendwas? Ich habe im Bericht gelesen, dass sie etwas unruhig war, aber das ist normal. Und heute Morgen wirkte sie richtig gelassen. Er lässt die Worte auf sich wirken. Gelassen? Seine Mutter ist gelassen gewesen? Als er eine riesige Erleichterung verspürt, wird ihm erst bewusst, wie sehr er auf eine weitere Katastrophe eingestellt gewesen war und wie gering seine Kraftreserven noch sind. Aus dem Aufenthaltsraum kommt eine alte Dame. Sie trägt braune Hosen mit gesteppter Bügelfalte, eine funkelnde Brosche auf dem Pulli. Eine rote Baskenmütze sitzt schief auf ihrem Kopf. »Wo wohne ich jetzt nochmal? Können Sie mir das sagen?« fragt sie. »Hallo, Anna«, sagt Sukti und deutet den Flur hinunter. »Sie wohnen in dieser Richtung, in Apartment D7. Ich kann Sie dorthin begleiten.« »Dass Sie aber auch ständig die Straßennamen umbenennen«, sagt Anna, schüttelt gutmütig den Kopf. »Es ist nicht einfach, wieder nach Hause zu finden, wenn die am Berg gewesen sind.« »Ja, das stimmt«, flüstert Sukti ihr bei. Kein verschwörerisches Blinzeln in seine Richtung, kein unterdrücktes Lachen. »Es ist kalt draußen.« »Ach ja? Ich bin schon seit heute früh nicht mehr draußen gewesen«, sagt Sukti. Joel sieht sie beide an.
Hier im Nebelfen wird seine Mutter von Menschen umgeben sein, die all das kennen, was für ihn so unbegreiflich ist. Sie sind Profis. Dies hier ist Routine für sie. Joel merkt, dass Anna ihn neugierig mustert. Sie sind mir aber ein fescher Kerl, bemerkt sie. Geben Sie bloß Acht, dass Bodil sie nicht in die Finger kriegt. Sie dürfen ihn nicht verschrecken, Anna, sagt Sukti fröhlich. Joel lächelt. Wer Bodil wohl ist und warum er sich vor ihren Acht nehmen soll? Haben Sie ein Klavier daheim? Fragt Anna wissen, will Anna wissen, bevor er nachfragen kann. Man muss sich in diesem Leben schließlich auch mal was gönnen. Nein, aber ich werde darüber nachdenken, sagt Joel. Denken Sie nur nicht so viel. Spielen Sie lieber einfach drauf los. Sie gehen zusammen in Richtung der Wohnung, während Anna weiter plaudert. Da kommt die Schwangere aus der D1. Diesmal bemüht er sich, sie richtig anzusehen und freundlich zu grüßen. Sie lächelt zurück, stützt sich mit einer Hand das Kreuz. Ihr Mascara ist verlaufen. Das war eine Angehörige, also, ja. Vor der Tür von Apartment D6 bleibt Joel stehen, überlegt, ob er anklopfen soll. Falls seine Mutter gerade schläft, will er sie nicht wecken. Und da sind wir, Anna, sagt Sukti, als sie die 7 erreicht haben. Soll ich mit ihnen reingehen? Ja, das ist sicher besser. Ich glaube, der Apfel ist wieder rausgeflutscht, sagt sie. Aber ich kann ihnen leider keinen Kaffee anbieten. Das macht nichts, sagt Sukti. Joel winkt ihnen zum Abschied und öffnet die Tür zur Wohnung seiner Mutter. Die Gardinen flattern vor dem geöffneten Fenster. Seine Mutter sitzt am Tisch, strahlt ihn an. Er hat das Gefühl, in irgendetwas hineingeplatzt zu sein, als ob gerade ein Gespräch verstummt wäre, als ob die Worte noch in der Luft hingen. Joel, endlich, ruft seine Mutter aus. Jetzt muss ich dir aber was erzählen. Ihr Blick ist klar, sie lächelt aufgeregt. Wenn er sie so sieht, wäre es leicht, sich anzureden, dass sie wieder gesund ist, dass alles nur ein Missverständnis war, etwas Vorübergehendes, das nun wieder vorbei ist. Sie kann wieder nach Hause und ich kann zurück nach Stockholm fahren. Aber diesmal habe ich meine Lektion gelernt und ich werde mich öfter bei ihr melden und... Joel ruft sich ins Gedächtnis, dass dies nur kindliches Wunschdenken ist. Er setzt sich ihr gegenüber, legt die Zeitschriften auf den Tisch, aber seine Mutter würdigt sie noch nicht einmal eines Blickes. Nils hat mich gefunden. Er ist hier. Ach ja, ist alles, was ihm dazu einfällt. Seine Mutter nickt eifrig. Ihr Lächeln wird noch breiter, geradezu manisch. Hast du ihn denn beim Hereinkommen nicht gesehen? Sagt sie. Joel muss den Blick abwenden. Er schaut aus dem Fenster, wo ihr Auto auf dem Parkplatz steht. Versucht, sich darüber klar zu werden, was das hier bedeutet. Soll er sich für seine Mutter freuen? Ist das jetzt gut oder schlecht? Soll er auf ihre Fantasievorstellungen eingehen? Oder versuchen, sie auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen? Er weiß nur, dass er nichts Falsches sagen will. Er möchte den Zauber nicht brechen, möchte sie nicht wieder traurig oder wütend machen oder ihr Angst einjagen. Sie lacht und deutet auf etwas hinter ihm. Jetzt könnt ihr euch endlich kennenlernen, sagt sie. Dein Vater ist so stolz auf dich. Das sollst du wissen, Joel. Joel lächelt, fühlt sich aber völlig kraftlos. Sein Vater war Arbeiter gewesen, hatte immer schwer geschuftet und sicher eher traditionelle Ansichten gehabt. Joel bezweifelt, dass er sonderlich stolz auf ihn, Joel, gewesen wäre. Sein Tun. Seine Mutter legt die Stirn in Falten. Sie blickt in den Flur der Wohnung und wieder zu Joel, sieht ihn eindringlich an. Nils sagt, dass du mir nicht glaubst. Die Gardinen flattern. Joel zögert. Aber das tust du doch, oder? Sagt seine Mutter. Du siehst ihn doch auch. Er steht direkt hinter dir. Aus ihren Augen spricht eine solche Hoffnung, dass es Joel die Kehle zuschnürt. Aber so sieh ihn doch wenigstens an, bittet sie ihn. Joel dreht sich um.
meint, einen Schatten vor der Eingangstür zu sehen, aber da baumelt nur der Mantel der Garderobenhaken. Da ist niemand. Selbstverständlich nicht. Und dennoch ist ihm, als würde ihn etwas anschauen. Vom Fenster her streift ein Lufthauch seinen Nacken. Ich werde noch genauso verrückt wie Sie. Sie müssen mir ein Zustellbett besorgen. Joel dreht sich wieder zu seiner Mutter um, begegnet ihrem Blick, der gespannte Erwartung ausdrückt. Wenn seine Mutter in diesem Moment glaubt, dass sein Vater wieder bei ihr ist, muss das ein Geschenk für sie sein. Es wäre grausam, es ihr wegzunehmen. Ja, natürlich glaube ich dir. Das war der erste Teil, den wir jetzt als zweiten Teil gelesen haben, dass ihr einen kleinen Einblick habt über das Buch von Mads Strandberg, Das Heim, erschienen im Thor Fischer Online Verlag. Und ja, das könnt ihr heute noch zweimal geschenkt bekommen von mir. Der Status ist 30% Inkodierung, noch 6 Minuten und 15 Sekunden, dann kann das Video abgespielt werden. Es sind 7 Minuten des Interviews, das insgesamt 12 Minuten geht. Wir müssen das aber noch auf meinen Computer ziehen. Das ist ja gleich gemacht. Okay. Scary Buddha sagt, jetzt fügt sich ein Bild und noch einmal gut gelesen. Ja, danke. Und das ist halt sehr, sehr gruselig, weil dort mit, also wie ich finde, mit Ängsten gespielt wird, denen wir uns nicht so gern hingeben. Was stimmt nun wirklich? Stimmt das? Die Alten erzählen alle, manche erzählen, es ist ein böser Teufel, der ins Heim gekommen ist. Manche Alte sagen, es ist ein Engel. Auf einmal nehmen viele, viele Patienten jemanden wahr. Manche am Fenster, manche im Badezimmer. Manche können mit ihm sprechen, manche sehen ihn. Und plötzlich weiß Monika, die Patientin, die Witwe von Nils, Dinge über andere, die sie gar nicht wissen kann. Und was hat es mit diesem Fettfleck auf sich? Dieser Fettfleck. Ich muss echt sagen, ich finde es, also für mich jetzt als derjenige, der das Interview kennt, ja, ich finde es, also Kathi kennt es noch nicht, ganz bewusst nicht, weil sie es mit euch zusammen zuerst hören wollte. Also sie wollte sich auch in dem Sinne überraschen lassen hier im Stream. Und das finde ich gerade unheimlich faszinierend, denn fast alle Fragen und Feststellungen, die du jetzt hier bisher gemacht hast zu dem Buch, werden in dem Interview beantwortet, weil ich diese Fragen auch gestellt habe. Und die sind sehr interessant, was die Antworten angeht. Und das finde ich richtig schön, dass wir diesmal bei dieser Buchvorstellung, weil wir immer diese Spekulationen und Fragen haben, wirklich vom Autor selbst direkt diese Antworten einholen können. Und noch 4 Minuten müssen wir totschlagen, das reicht noch für eine Buchverlosung. Wirklich, freut euch auf das Interview gleich. Da werden die meisten der Fragen nämlich jetzt gleich in diesem Teil beantwortet. Der zweite Teil kommt dann am Sonntag. Fragezeichen. Sonntag. Horrorcock, der sagt nicht spoilern. Ich habe noch lange nicht gespoilert. Glaub mir, das geht noch viel weiter. Da passiert noch sehr viel. Ich kann mal ungefähr zeigen, wir haben aus ungefähr diesem Bereich vorgelesen heute. Und dieser ganze Bereich, der passiert noch. Der passiert noch sehr viel. Und das, es lohnt sich wirklich. Es passieren Dinge, die werden euch sehr starke Gänsehaut bereiten. Ja, so. Also ich würde sagen, wie ist denn aktuell die Kommentarsituation? Was schreiben die Leute? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob die Menschen noch ein Buch bekommen wollen. Ich wollte gerade fragen, ob noch Diskussionsbedarf besteht oder wir bereits das Spam-Spiel starten können. Das Spam-Spiel. Ich sag nochmal, Scary Bruder sagt Spammen. Ariane, hierher. Also, ihr könnt jetzt einfach schreiben. So, also wer gerade nicht an seinem Platz ist, sondern abspült oder kocht oder sonstiges tut, jetzt aber ganz schnell ran hier. Ganz schnell an die Tastatur. Spammt jetzt. Du sollst. Ich werde nicht natürlich nicht hingucken. Ich starre verzweifelt auf die mittlerweile 68% und bereits 8802 gerendeten Frames. Der Autor sieht echt gut aus, ja. Dem schließe ich mich voll und ganz an und ich bleibe bei meiner Meinung. Du magst das andere Foto von ihm mehr. Ich finde, der Bart steht ihm unglaublich gut. Na, Männer mit Bart mag ich auch. Deswegen bin ich die Bartfee. Okay. Magst du auch Männer mit Flügel? Muss ich mir Plastikflügel ankleben? Okay. Das hört sich so geil an, so Katzenöhrchen. Ach, ich liebe das Spam-Spiel. Ich habe das Gefühl, dass ich dann echt Zuhörer habe.
Denn manchmal lese ich und ich sehe mal so aus dem Augenwinkel, ich gucke ja auch immer hoch und gucke so, ja, was schreiben so die Leute? Und er wird sich darüber unterhalten, wie kalt es ist. Aber keiner redet über das Buch, wenn überhaupt jemand schreibt. Ich weiß, dass ihr alle zuhört, so gespannt. Aber trotzdem, manchmal denke ich so, ich bin allein im Internet. Ganz allein. Wir hören auch so zu Sarkasmus. Denn am Ende des Tages sind wir alle allein im großen, weiten Internet. Stopp! Scary Buddha. Spam haben will, hat er geschrieben. Da würde ich sagen, ist der Name Programm. Alter, erschreck mich nicht so. Entschuldigung. Ich dachte, ich locke das Ganze ein bisschen auf. Also, Scary Buddha, ich weiß nicht mal, habe ich deine Adresse schon? Wenn nicht, schick sie mir bitte vorsichtshalber nochmal auf Discord. Und Marimerts Adresse habe ich schon. Und morgen gehen die direkt raus. Freut euch, wirklich. Ein geniales Buch von einem, wie ich finde, genialen Autor. Und einem unheimlich sympathischen Autor. Ich werde es euch sehen. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, du hast viele schlaflose Nächte. Also ich kann sagen, wenn man jetzt einen Tag frei hat und zum Beispiel so einen Depressionskater-Sonntag macht, wo man alles dunkel macht, Teelichter, Duftöl und sowas an, dann in der Badewanne schafft man das Buch an einem Tag, weil man es ungern weglegt. Die Kapitel sind recht kurz. Man denkt sich, na, eins schaffe ich noch. Und das so, fliegt man durch das Buch und dann hat man es an einem Tag geschafft. Auch wenn es jetzt sehr viel aussieht und viele sagen, oh mein Gott, lesen. Ich hätte lieber gerne die Vertonung gehört. Es ist wirklich ein ganz tolles Buch. Im Zweifelsfall, nehme ich mit zum Nachtdienst, sagt Scary Buddha. Asuna hat übrigens gerade geschrieben, böses Archie, du hast mich erschreckt. Und du hast also eine Sympathisantin. Es sind noch 23 Sekunden, bis das Video fertig gerendert ist. Du musst es noch hochladen und hier rüber schicken. Nicht hochladen, ich leg's auf den Nass. Hier. Das ist nur ein Copy and Paste. Was ich sagen wollte, was eine Alternative ist, am Sonntag kommt die, Sonntag sagt das, glaube ich, ne? Die Hörprobe. Da lädt Kati eine natürlich professionell gemachte Hörprobe nochmal hoch. Die könnt ihr euch anhören und wenn ihr dann sagt, okay, jetzt, ich habe richtig Bock drauf, aber jetzt war die Hörprobe schon so geil, ich möchte unbedingt nochmal wirklich hören in Komplettfassung. Niemand hält euch davon ab, dem Verlag zu schreiben, ich kenne da eine relativ gute Hörbuchsprecherin. Die hat manchmal einen freien Nachmittag, das finde ich nicht gut. Ich möchte, dass diese Frau schuftet. Gebt ihr den Auftrag. Ist immer eine Option, werf ich nur in den Raum, ich möchte euch nichts vorschreiben, ich sage nur, es gibt Optionen. Niemand stiftet euch an, eine Spamwelle zu machen. Niemand hat vor, eine Spamwelle zu bauen. Niemand sagt, schreibt dem Verlag und sagt, Kathi, ich würde das niemals tun. Nein, würden wir euch nie anstiften. Nein. Niemals. Nein. Nein, keineswegs. Niemals. Das heißt übrigens Ausgabe erfolgreich. Ich werde kurz reinhören, ob alles passt. Ich habe hier auf, wenn ich es abspiele, sowieso keinen Ton, ne? Ich weiß nicht, wie du es abspielen möchtest. Ja, ich blende das hier ein und dann habe ich wieder keinen Ton. Ich sag's nur. Niemals, sagen alle. Wann fangen wir an? Ja. Ich möchte sagen, meine Untertitel sind recht professionell geworden. Okay, ich... Ich möchte aber nochmal dazu sagen, das Problem war jetzt wirklich nicht, dass ich mit den Untertiteln so ewig lang gebraucht hätte. Es gab wirklich ein technisches Problem mit dem Videoformat und meinem Programm, was ich hier benutze. Deswegen hat es sich ein bisschen gezogen. Sie finden das Video auf dem NAS ganz oben als unheimlich gut betiteltes asdf.mp4. Was? Was? Nachtschatten. Es macht immer wieder Spaß, euch zuzuhören. Mach weiter so. Danke. Okay. Wieso verarschen? Wäre der eine .mov-Datei lieber gewesen? Okay. Oder ein .avi. Sekunde. Wir machen jetzt Folgendes. Es wird jetzt gleich abgespielt. Ich muss nur gucken. Okay. Sekunde. Ihr werdet es jetzt gleich hören. Ich darf da nichts sagen. Ich muss mich muten. Wie gesagt, es ist live und es ist halt... Die Frau weiß, was sie tut. So. Du musst es aber auch hören, ja? Kann ich nicht. Es gibt keine Möglichkeit für dich? Nein.
Okay. Du kannst es bei mir hören, wenn du möchtest. Psst. Stephen King's novels are mostly set in the state of Maine, where he grew up. Do you have similar principles, like only choosing places you know for your settings? No, not really. I prefer if I have some kind of feel for the place that I'm writing about. For instance, the west coast of Sweden, where the home takes place. I spent 4 or 5 summers there because my husband is an actor and he worked at a local theater there. So I felt I really knew the area well, and I knew the kind of people who lived there, and I knew sort of what the nature was like and what the air smelled like, all of those things. Of course, that's a big head start when you start writing, but I do like to explore different kinds of settings, so I don't have my own sort of Maine the way that Stephen King does. Although I have been to Maine, actually. I've been on a trip going in Stephen King's footsteps, so if you want to check that out, you can look at Instagram on the hashtag SKPilgrimage, and there's a lot of pictures from Bangor, where Stephen King lives. You have been writing in a lot of different genres. Are there elements that stay the same along all your novels, or does every novel have its own core and set of themes? Well, I do think that all of my stories are first and foremost about characters. I really like to do my best to make the characters as believable as possible, and I want you to experience the quite horrible things I put them through. So I guess that's a common theme, and often it seems like my novels tend to, in one way or another, be about how we need to feel empathy towards each other, and we need to cooperate to fix things. Either that can be like surviving on a ferry, or it can be solving a mystery about what's happening to my mother at this home for the elderly with dementia, or in my young adult novels, which are about a circle of witches. So that's a common theme, I guess. You had an incredible horror debut with The Überfahrt, being one of the best-selling being on the best-selling list for weeks. Now you change your style with Das Heim being much less bloodthirsty. Would you call this change of style an evolution or progression, or are you simply exploring something new? Do you generally prefer a special style when it comes to horror, regardless of being a reader or writer? If so, which is it? Well, one of the things that I really love about horror is the fact that you can explore it in so many ways, and there are so many different kinds of horrors, really. When I wrote The Überfahrt, I was really... I really wanted it to be a fun ride, and I wanted you to enjoy it and feel the excitement and really feel your heart racing amongst all the blood and guts, sort of. But with Das Heim, I really wanted a different kind of horror, which is more about the eerie and about the more abstract, and the feeling you get when you feel like someone's watching you and you look over there but there's no one there, but you're still kind of sure there is someone there. So I think of it as exploring. I do like a lot of different kinds of horror. I think that my next horror novel might not be even supernatural at all, but be more in the vein of Texas Chainsaw Massacre or, hillbilly horror, which is another genre that I really love. With Das Heim, I was really inspired by, for instance, The Exorcist and different kind of possession movies, because what The Exorcist does so well is that it depicts the relationship between a mother and a daughter in that case, but it depicts the feeling you get when you
have a loved one that is really sick and that really needs help, but you don't know how to give that help. That's the real horror of that story, and that was very inspiring to me when I wrote Das Heim. You are generally admired for your incredibly authentic and relatable characters. Do you have a special method of working, working out those characters? Do you sometimes use persons from your real life as inspirations for characters? Well, I do. I mean, I've written so many books by now that I can't really only use people I know, because I don't know that many people. But there are some elements, of course, that you borrow from real life. But well, first of all, thank you for acknowledging my characters. I try to get to know them as well as I can before I start writing even. So I do little interviews with them where I ask them questions about what their dreams are like, what their aspirations are, what their fears are, what they want most out of life. I often make Spotify playlists for them as well. So if you want to listen to, for instance, my main characters in Das Heim, Joel and Nina, they were musicians in the 90s. So I made a whole big playlist out of music that I think they would have enjoyed back in the day. So I guess you can find it on Spotify if you search for Hemmet, which is the original title. H-E-M-M-E-T. Yeah. Und keiner hat mich gehört. Psst. Wir wollten den Leuten zeigen, die Lautstärke runterzudrehen. Hatten sie. Denn die Kamera ging schon wieder an. Und ich war noch gemutet. Okay. Ja, hallo. Ich hoffe, ihr hört jetzt mich wieder. Bei mir kam es immer relativ laut im Vergleich an, also annehmbare Lautstärke. Ich möchte dazu sagen, es war sehr leise, ja. Problem war, die Quelldatei war schon ziemlich leise. Das Video, das ich bekommen habe, ich hatte es schon auf doppelter Lautstärke inkodiert. Am also, Sonntag wird das alles blitzeblank, sauber, ganz schön gemacht. Es wird in 4K nachbearbeitet, 3D, Virtual Reality, alles. Nur jetzt können wir gerade, wir mussten improvisieren. Es war halt alles ein bisschen doof und deswegen tut mir leid, dass es gerade ein bisschen leiser war. Aber das war gerade Mats Strandberg, der von seinem Ehemann interviewt wurde. Und ihr habt ja gehört oder gelesen, was er gesagt hat. Und der ist unfassbar sympathisch. Ah! Okay. Sympathischer Typ, sagt Creepy König. Ja, mein Reden. Gut, damit wird das auch so ein bisschen... Also das Interview hat er für euch jetzt gemacht. Das ist... Er ist mit seinem Ehemann in einen dunklen Wald gegangen, hat sich eine Kamera geschnappt und hat gesagt, ja, natürlich beantworte ich Fragen von fremden Menschen aus dem Internet. Los geht's! Und dann sind sie in den Wald gegangen und haben das für uns gemacht. Und das finde ich mega cool. Ja, und, absolut. Und ja, das ist ein Buch, das ich heute vorgestellt habe. Am Sonntag werdet ihr nochmal eine Hörprobe bekommen. Und ihr habt jetzt nochmal eine Möglichkeit, das dritte davon zu bekommen. Es ist nicht von ihm signiert. Ich lege euch aber einen kleinen Gruß von mir mit rein. Und ich schicke sie morgen los. Und am Sonntag habt ihr dann auch nochmal die Möglichkeit. Ihr dürft also schon anfangen zu spammen. Und wisst ihr, was ganz cool wäre? Wenn ihr einfach mal eure Empfindungen dazu schreibt, wie ihr dieses Buch findet, was es in euch ausgelöst hat, welche Gefühle ihr hattet. Einfach das... Spammt mit einem Wort, das euch zu diesem Buch einfällt. Genau, nicht immer nur ein Buchstabe. Das ist doof. Lasst uns ein bisschen... Kapi schreibt Eskalation. Das ist das Erste, was ihm zum Buch einfällt. Spam-Spiel, juhu. So. Grusel, krass. Verzonst du das Buch auf Audible? Fragt Tuvia Things. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich müsste der Verlag darauf hingewiesen werden, dass es eine Sprecherin gibt. Also es, aktuell ist nur das Buch veröffentlicht worden. Ganz, ganz neu veröffentlicht. Gibt es schon zu kaufen, aber ist ganz frisch. Ist ganz, ganz, ganz frisch. Ihr riecht quasi noch, wie das frisch aus der Druckerpresse ist. Es riecht nach Puzzles. Ich liebe das. Frische Bücher riechen immer nach frischen Puzzles. Vielleicht, weil beide aus derselben Form von Zellulose sind? Aus demselben Weihnachtsland sind. Ich liebe das, eine Packung aufzureißen und dann an frischen
Puzzleteil zu riechen. Haltet mich für bekloppt, aber ja. Und so riechen meist auch frische Bücher. Ich stelle mir gerade bildlich vor, wie du ein Teil nach dem anderen wirklich einzeln aus der Puzzleschachtel rausnimmst und an jedem einzelnen riechst. Das kommt Stopp! Mina Meer, frische Bücher riechen toll, sagt sie. Alter. Perfekter Kommentar. Entschuldigung. Ich rieche nicht an jedem Teil einzeln. Es kommt doch immer auf den Hersteller darauf an, ja? Zum Beispiel gibt es Hersteller, die machen sehr staubige Puzzle. Da ist überall noch diese Späne dran. Das hasse ich wie die Pest, wenn die Finger blau sind und so staubig. Aber die einzige Puzzlefirma, das ist jetzt wahrscheinlich Werbung, aber unbezahlt, die einzige Puzzlefirma, die wirklich, wirklich gute Puzzleteile herstellt, ist Eduka. Fragt mich. Farbe, Stabilität. Not sponsored. Die knicken nicht um, die sind super stabil und die Farben sind extrem. Also da kommt doch Ravensburger oder so nicht an. Ich werde niemals ein Sponsoring von Ravensburger kriegen. Jetzt nicht mehr. Aber Eduka, wenn ihr mich hört, bitte schreibt mich an, ich puzzle alles. Ich warte nur drauf, dass in 2 Jahren irgendein richtig cooles Spiel von Ravensburger rauskommt, wo du sagst, ich würde das unheimlich gerne machen. Und sagen sie, nein, du hast Eduka beworben und uns schlecht gemacht, nur weil unsere Puzzle-Späne haben. Mina Meer, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich schicke das Buch morgen los. Dann hast du also was du lesen kannst. Keine Audible-Puzzles von... Also Audible-Puzzles. Audio-Puzzles von Ravensburger. Ja. Ich freue mich so sehr. Vielen Dank, Kathi und Archi. Ja, also ich freue mich, dass du dich freust. Es sind irgendwie immer die gleichen 5 Leute, aber wir sind doch anscheinend nicht mehr im Stream. Für alle, die das jetzt auf YouTube sehen, kommt in den Stream. Dann sind wir wenigstens 12 und dann ist es auch ein bisschen durchmischter oder so. Wärt ihr jetzt im Stream gewesen, hättet vielleicht ihr das Buch gewonnen. Wart ihr nicht. Also, ich freue mich, dass das Buch so gut ankommt. Also wirklich, es ist jetzt private Kathi sagt, das Buch ist wahnsinnig gut und es ist sehr überzeugend geschrieben. Es gibt Bücher, die liest man, denkt sich, oh ja, geile Handlung oder oh, geile Idee, geiles Setting oder oh, geil Blut oder so. Aber es ist meist so, dass die Person nicht fühlbar sind. Sie sind nicht greifbar, weil man weiß, es ist ein Buch. Ich habe das bei dem Buch nicht, das Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich erlebe gerade wirklich das, was da passiert. Und ihr habt es ja heute ein bisschen so gehört, was da passiert ist. Und haltet ihr nicht auch das Gefühl, dass ihr mit dabei seid? Achso. Wir sind doch 53 Liebe. Sagt Katzenärchen. Ja, trotzdem habe ich das Gefühl, dass immer die gleichen. Okay. Marie Merz. Huch, 1 Million sind im Stream. Das wäre natürlich schön, aber dann könnte ich den Chat doch nicht mal lesen, wenn alle dann schreiben. Ach, dann schreiben. Bremsen wir ihn einfach manuell aus. Okay. Was kann ich noch sagen? Am Sonntag kommt, wie gesagt, noch mal eine Hörprobe, ganz schnieke gemacht. Und morgen beginne ich mit der Aufnahme von Psychopath von Marie Merz. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Das ist endlich ein ganz, ganz anderes Genre, welches aber kein eigenes Genre ist. Man kann nicht sagen, welches Genre es ist. Wer bei der Buchvorstellung dabei war, wird es wissen. Das ist, sehr viel auf einmal, ganz viel, man kann es nicht genau beschreiben. Ich freue mich wahnsinnig drauf, es ist eine neue Herausforderung. Ich freue mich sehr, nächstes Jahr geht ganz viel neue Genres los, beispielsweise Fantasy mit Elfen. Ich freue mich, wenn das klappt. Elfen. Das wird klappen. Dann gibt es Horror, Thriller noch, aber in einer ganz anderen Richtung, mehr so im realen Leben und mehr so Richtung Poe angesiedelt. Ja, auf jeden Fall, da kommt auf jeden Fall noch was und das wird cool. Ich freue mich. Okay. Du sprichst die Elfenkönigin? Nein. Welche? Welche? Was? Ich weiß nicht, ob es eine Elfenkönigin... Ich habe das Buch noch nicht gelesen, was ich lesen werde. Ich weiß nicht, ob es da Königin gibt. Ich weiß nur, dass die möglicherweise kämpfen oder so. Romantisch. Es wird romantisch. Okay.
Du kannst meinen Mondzauber auch noch lesen. Und Red Ruby. Red Ruby. Achso, ist das die Rotkäppchen-Sache? Red Ruby? Egal, ich lese alles von dir, Frau Merz. Ich würde mich freuen. Ich setze schon mal die Unterlagen auf. Wir müssen... Also wahrscheinlich wird es für alle, die noch auf das Hörbuch schon warten, vor Weihnachten wird es nichts mehr. Da hätte man es bis heute abliefern müssen. Das ist halt, ist halt so. Das ist das Weihnachtsgeschäft. Geht los. Ansonsten, es kommt nach Weihnachten, vielleicht im neuen Jahr, aber dann gleich direkt im Januar. Und ansonsten vielleicht auch dieses Jahr noch. Aber nochmal die Betonung, es geht hier um Audible jetzt explizit. Es ist generell zu Weihnachten verfügbar, ja. Nur eben über andere Wege. Ja, darf ich das schon sagen? Natürlich. Also, wer nicht warten kann und Psychopaths auf CD haben möchte, der kann es dann im Kati-Shop bekommen. Der Kati-Shop ist über Etsy aufrufbar. Genau. Kati Wintershop. Und da gibt es das dann schon auf Hör-CD. Genau, etsy.katiwinter.de. Da gibt es auch Koma und Voyeur aktuell schon auf CD. Und es wird zukünftig auch, darf ich das spoilern? Mach. Bezüglich Bandcamp? Ja. Ich werde zukünftig auch die Bandcamp-Veröffentlichung auch mit auf Etsy umziehen, beziehungsweise zeitweise vielleicht auch parallel pflegen. Das heißt, digital als MP3 und als fertiges CD-Image und so weiter und so fort, könnt ihr es auf Etsy einmal kaufen und dann runterladen. Und wie gesagt, ich biete euch da ein Komplettpaket auch mit fertigem CD-Image. Und ich lege noch einen Eimer Bananen drauf. Meine Frau wird mich umbringen, aber sei's drum. Sorry, der Fischmarkt hat mich damals Du kannst geprägt. Kati aus dem vom Fischmarkt holen, aber den Fischmarkt nicht aus Kati. Das kannst du nicht. Okay. Dieser Marktschreier für die Obsteimer, das hat sich eingebrannt. Okay. So, okay. Ja, zu Weihnachten meine Psychopath. Juhu. Ja, also das könnt ihr auf jeden Fall zu Weihnachten als Audio-CD haben. Das, was das passiert, da kann ich nur sagen, am Sonntag auf jeden Fall. Und dieses Buch könnt ihr auf allen möglichen Seiten und in jedem Buchhandel könnt ihr euch dieses Buch holen. Und es ist der schwedische Stephen King. Und glaubt mir, wenn ich euch sage, dass das Buch gut ist, dann ist es gut. Ihr könnt es holen für 14,99 bei Thor Fischer Online Verlag oder auch über Amazon. Wenn ihr auf Amazon geht, dann könnt ihr auch über einen Rev-Link von mir gehen. Das heißt, ihr bezahlt nicht mehr oder so, aber Amazon sagt, ey, Kathi hat das beworben. Hier, sie kriegt 2 Cent dafür. Und eines Tages werde ich von den vielen 2 Cents mir einen neuen Schreibtisch holen. Ich hätte jetzt gesagt Kühlschrank, aber ich weiß nicht, wie ich drauf kam. Ich brauche einen Kühlschrank im Schneemann für Cocktails. Der Schneemann ist dein Kühlschrank. Das ist eine Heizkammer. Okay, so. Genau, wer den Reflink benutzen will, Kapi hat es gerade gepostet, amazon.katiwinter.de. Einmal da draufklicken, dann kommt ihr direkt auf Amazon und ihr müsst nichts weiter tun. Ruft Amazon immer über diesen Link auf und schon kriegt Kati ihren kleinen Anteil und ihr müsst nichts weiter tun, habt keinerlei Mehrkosten. Asuna fragt, ob es auf Thalia, bei Thalia gibt. Das gibt's Thalia oder Thalia, wie manche sagen. Aber manche sagen auch Wikipedia. Grüße gehen raus an meinen Germanistikprofessor, der immer gesagt hat, wehe, sie benutzen Wikipedia. Okay. Das hast du sehr schön gesagt. Für den Pool und die halbnackten Frauen. Ja, die Bikini-Girls. Da brauche ich ja auch meine 2 Cent, die ich denen in den Bikini stecken kann. Die armen Frauen haben gar nichts zum Anziehen, weil ich gar kein Geld habe. Deswegen haben sie so wenig Stoff. Gott, was bin ich froh, dass du diese Vorstellung den Leuten in das Gehirn gepflanzt hättest. Hätte ich das gesagt, wäre es ganz anders. Bikini Boys, sagt Scary. Schwedische Bikini Boys. Das okay. Hätte ich jetzt sagen dürfen, ja? Okay, also, gibt es da was zu sagen? Dann würde ich sagen, machen wir für heute Feierabend. Geht aber bitte noch nicht. Ich muss noch 2 Sachen sagen. Erstens, am Sonntag ist das Almtagebuch. Da werde ich, was lese ich eigentlich am Almtagebuch? Oh, da werde ich euch auf jeden Fall wieder für Winter Tales. Es ist Zeit für eine Winter Tales. Da werde ich euch wieder eine Vorlage geben, aus der ihr innerhalb von 2 Wochen eine geile Geschichte machen könnt. Maximal 3 Seiten. Ja. Wir hatten 3 Seiten immer. Ich würde sagen, die 3 Oder Seiten 5? Ziehen wir durch. Ich denke, es sind relativ viele Autoren nach wie vor auf die Winter Tales gespannt, deswegen sollten genügend zusammenkommen. Vielleicht klinke ich mich auch mal wieder mit ein. Winter Tales kommt am, also die Vorlage dafür,
Ich weiß noch nicht, was ich lese. Ob ich jetzt Märchen mache oder eure Geschichten. Geht beides. Geht beides. Wir gucken mal. Gott, diese Musik hier tötet mich. Ja, und das andere ist, morgen kommt noch mal eine recht kurze Creepypasta, aber ich bitte noch mal um Entschuldigung. Ich habe so eine Art Urlaub gehabt, aber es war nicht wirklich Urlaub. Die ersten paar Tage war mega viel Stress. Ich musste super viele Dinos zähmen und musste halt mich mit Noobs wie Kapi und Archie rumschlagen, die es einfach nicht hinkriegen, ihre Dinos am Leben zu lassen. Und deswegen musste ich halt mit Anfängern Dinos zähmen. Und die Tage darauf habe ich schon für den Adventskalender vorgearbeitet. Es gab vor 2 Jahren einen Märchen-Adventskalender und letztes Jahr einen Creepypasta-Adventskalender. Und dieses Jahr machen wir ein Märchen- und einen Creepypasta-Adventskalender. Das heißt, ich muss 48 Videos für Dezember machen, Minimum. Und ja, da bin ich jetzt fast fertig mit dem Märchen-Adventskalender. Aber manche Geschichten gehen halt so 8 Stunden oder so, ich weiß auch nicht. Deswegen, ich bin noch nicht fertig mit dem Märchen-Adventskalender und bei dem Creepypasta-Adventskalender sind das eure Geschichten, die ihr mir geschickt habt. Und ich habe schon im Juni Werbung dafür gemacht. Und jeder, der mir eine Geschichte geschickt hat und die ich vertone, der bekommt von mir ein Weihnachtspaket nach Hause geschickt. Freut euch darauf. Das aber erst zu Weihnachten. Okay. Okay. Du machst so viel, sagt Mina mehr. Ich muss mal gucken, was sie hier schreibt. Bei manchen weiß ich gar nicht, worauf sie sich beziehen, deswegen lese ich es nicht vor. Aber Mina mehr sagt zum Beispiel, wow, Kathi, du machst so viel. Ja, ich freue mich drauf, denn ich will dieses Weihnachten echt mal erleben. Letztes Weihnachten haben wir so viel gearbeitet. Wir hatten kein Weihnachten. Kein Weihnachten für Kathi, aber dieses Jahr ein Weihnachten für Kathi. Und deswegen, ich werde ganz viel vorarbeiten, damit ich im Dezember frei habe, um andere Projekte zu erarbeiten. Ich freue mich darauf schon wahnsinnig. Und ja, okay. Hast du schon alle Geschichten zusammen? Ja, oder? Ja. Ein paar Plätze sind womöglich noch frei. Also es sind noch welche angekündigt, die die bisherigen Plätze füllen sollten, aber ich weiß nicht, ob die noch kommen. Das macht also ein paar Leute hatten da Verzögerung. Wer noch eine Last-Minute-Einreichung machen möchte, der darf einreichen, aber wir können jetzt nicht mehr garantieren, dass es noch mit reinkommt. Ich kann auch ein paar Vlogs machen. Vielleicht guckt ihr uns einfach beim Kekseessen zu. Kekseessen? Ich meine Stream, wo ich nur Kekse esse. Ich würde spenden dafür. Ich würde essen dafür. Okay. Nochmal vielen Dank für einen tollen Stream, sagt Scary Buddha. Und du brauchst mal Urlaub. Ja, ich mach den Katzenöhrchen im Dezember. Dann wünsche ich euch heute erstmal viel Spaß noch. Kommt gut ins Wochenende. Genießt die schöne Zeit, die Menschen haben, die einen Job haben, bei dem sie ein Wochenende haben. Und alle anderen, die arbeiten müssen, haltet euch. Haltet einfach durch. Irgendwann wird der freie Tag kommen. Irgendwann kommt die Rente. Irgendwann, ja. Das war nochmal das Heim und ihr seht, wie die Augen leuchten. Es ist super geil gemacht. Seht ihr das? Okay. Marie Mert, Scary Buddha und Mina Mehr, euch schicke ich die Bücher morgen. Und ansonsten, am Sonntag habt ihr nochmal die Chance bei der Hörprobe. Ich werde mir was einfallen lassen, was ihr drunter schreiben sollt. Und dann alle 3 Leute, die dann gewinnen, werde ich mit Herz markieren, dass ihr das seht. Und ich werde das nochmal im Stream dann sagen, wer dann gewonnen hat. Machen wir ja bis nächste Woche Freitag, oder? Machen wir. Ja, okay. Tschüss, Kathi. Hast du Ketchup für deine Wölfe irgendwo rumliegen? Was? Okay. Ich hab dir gesagt, du sollst deine Garage zusperren. Was? Ganz genau. Okay, ich wünsche euch ganz viel Spaß heute noch, einen schönen Abend und dann freue ich mich auf morgen und auf Sonntag im Livestream. Gute Nacht und bis dann! Gute Nacht euch allen!